Also jetzt. Hallo. Punkt jetzt. Ah ja, ich sehe es. Jetzt zuschauen. Guck mal, ob ich... Ja. Ja, den Stream selber. Selber laufen. Ich muss den muten, sonst hört man das doppelt. Ja, das ist sehr verwirrend. Ja, aber... Also ich hatte heute vor, Referenzen, Anatomie zu zeichnen, so ein bisschen. Mhm. Ich bin tatsächlich auch ein bisschen müde und wollte jetzt nichts super Anstrengendes machen. Ja. Da müsste ich noch Referenzen für raussuchen. Guckst so. Du dann, oder was guckst du da für Referenzen? Also ich habe ein paar Packs, die ich gekauft habe, so Referenzpacks oder so, da wollte ich mal gucken, ob ich irgendwas finde, ansonsten google ich einfach oder so, weil mir geht's aktuell speziell um Schultern, weil die werden von mir immer vernachlässigt. Und so also Brustbereich bei Männern zumindest oder bei so einer maskulinen Brust, sage ich mal, weil das verkacke ich immer total. Schon besser geworden. Ich glaube, ich habe sogar im Stream mal gezeigt, wie schlimm das vor ein paar Jahren noch aussah. Also das hing immer, also so, ich sag mal, die Brustwarzen und die Brustmuskeln an sich, die waren halt viel zu tief immer. Ja, das ist, wenn man halt echt so nicht so weiß mit den Muskeln und was da liegt und wo das liegt. Mhm. Das ist besser nach Grad holen macht, was ich jahrelang gemacht habe. Dann liegt das halt auch einfach irgendwo. Ja, das ist aber auch immer so, du denkst immer so, ja, das müsste ungefähr so stimmen. Und dann guckst du dir das an, halt in echt, und denkst so, das stimmt so gar nicht. Mhm. Aber dann hat man sich schon so angewöhnt und dann macht man es richtig oder richtiger und dann kommt es einem halt so komisch vor, weil es halt an einer ganz anderen Stelle mittlerweile ist. Und so, keine Ahnung. Aber man kann sich das Gott sei Dank schon gut umgewöhnen. Ja, ich denke auch. Was ich immer, also das ist schon eine ganze Weile her, da hatte ich aber ich habe immer so Schübe, wo ich denke, jetzt muss ich Anatomie üben und dann zeichne ich immer ganz viel in die Richtung und das habe ich bei Schultern schon mal gehabt, da habe ich allerdings nicht von Realleuten gezeichnet, sondern zum Beispiel von The Legend of Korra. Ah, kennst du? Da gibt es ja den Bolin. Oh, Bolin. Genau, der ist ja auch so ein bisschen kräftiger und den habe ich die ganze Zeit gezeichnet. Weil ich fand so, den Körper fand ich halt voll gut, deswegen habe ich den gezeichnet und so. Ich weiß nicht, wie viel hängen geblieben ist. Triceratus hat uns gefunden, ohne dass ich irgendwo gepostet habe, dass wir live sind bis jetzt. Hallo. Wir reden über Brustmuskeln. Wichtiges Thema. Jeden Fall. Irgendwas wollte ich aber noch machen, ich weiß nicht mehr was. Ach genau, ich wollte das hier, okay. So, dann würde ich jetzt einmal kurz noch posten, dass wir live sind und dann die Referenzen raussuchen, was wahrscheinlich auch nicht sehr spannend sein wird. Zum Zugucken, weil man wird nichts sehen. Dafür sind da viel zu viele Referenzen, die zu nackig sind. Das mag Twitch ja scheinbar nicht. Nee, ich glaube, sie haben es nicht so mit Nudity. Was machst du? Was hast du so geplant? Moment. Bin ich noch dabei, ein Video noch aufzupolieren von dem Hessen-Projekt. Wo wir Animationen gemacht haben. Dieses Animationsprojekt mit dem Häschen. Ich kann es gerade nicht besser beschreiben. Ich weiß, auf jeden Fall. Meinst. Gut. Ich muss noch Schatten einfügen und noch ein paar Glanzpunkte an den Augen. Und ich suche mir gerade nur die Szenen raus, wo ich gerade noch bearbeiten kann. Da muss ich aber gleich nachfragen, welche ich überarbeiten kann, welche schon aktualisiert sind, wo ich mich da dran setze. Weiß ja nicht mehr. Ich habe gerade versucht, ein Foto zu machen zum Twitter-Posten von wegen, hey, wir sind live. Ich glaube, ich habe noch nie so ein unvorteilhaftes Foto gerade gemacht. Zeig das ein bisschen. Nee, ich habe es schon gelöscht zu spät. Ah.
Ich will doch ganz... Nee. Ich bin echt nicht gut im Selfies machen. Aber jetzt bin ich auch noch gegen das Mikro gestoßen. So, komm, dann muss doch hin. Fotos machen von mir selber. Oh, das kann ich auch nicht. Wird immer verarscht von meinem Freund, meine Fotos. Von mir werden auch nie Fotos gemacht, außer ich gähne aus irgendeinem Grund. Ich habe irgendwie im Urlaub ein Foto, wo ich gähne, und wir haben so ein Gruppenfoto gemacht, und es war halt morgens am Frühstückstisch und ich war halt so, und genau dann wird ein Foto gemacht. Das ist aber schön vorteilhaft. Oh, komm, das sieht doch sympathisch aus. So. Jetzt, komm, posten. So, Twitter haben wir und jetzt noch kurz Instagram und dann suche ich Referenzen raus. Ich schiebe die Referenzen dann einfach schon mal in das Bild nachher. Dann kann man sich schon mal ein paar nackte Leute angucken, während ich weitere Referenzen suche. Sehr gut. Ich habe eben, ich habe es noch nicht ganz durchgeguckt, ein Speedpaint geschaut. Wo jemand, weiß ich nicht, einfach einen Engel malt. Also jetzt kein krasses Motiv, aber boah, das sieht schon echt gut aus. Also irgendwie so der ganze Prozess irgendwie, das Gefühl, die Person weiß einfach genau, was sie zeichnen. Also ich weiß nicht, ich kann das so richtig schlecht beschreiben. Ich saß auf jeden Fall davor. Speedpaints finde ich oft irgendwie so ganz interessant, aber ich gucke da jetzt nicht so genau hin. Aber da war ich so, oh mein Gott, was macht sie da und was macht sie jetzt und was macht sie und warum und dies und das. Aber da ist halt gar keine krasse Technik dahinter, also nicht irgendwie hier eine Ebene, da eine Ebene, sondern die Person kann halt einfach so, also Mensch, ich hatte es eben noch offen, oder habe ich es geschlossen? Hier. Ich glaube, das ist der Name von der Person. Ich schicke das einfach mal kurz in den Chat. Achso, Chat. Ja. Okay. Auf Artstation war das auch, aber da ist leider nicht genau das Bild, wo ich das Video gerade von gucke. Ich sag mal, wenn. Für mich persönlich ganz kritisch analysiert, ist das ein bisschen zu wenig Ausdruck die ganze Zeit. Also ich mag halt eher, deswegen mag ich auch Comics so sehr, wenn alles so ein bisschen übertrieben ist und so. Mhm. Aber die Skills und Licht und Form und wie, keine Ahnung. Ich war richtig fasziniert. Ich war die ganze Zeit am gucken, oh mein Gott, das ist so gut. Meister beim Zeichnen. Arbeiten zugeschaut. Das kann auch total cool sein, finde ich. Man einfach merkt, die Leute wissen halt genau, wie sie halt vorgehen müssen und so. Ja, das ist einfach. Keine Ahnung, ich war halt einfach voll fasziniert. Ich kann es nicht mal wirklich richtig definieren. Es war einfach dieses. Die Person weiß einfach genau.
keine Ahnung, was sie machen muss. Da war irgendwie kein Hin und Her probieren, da war einfach so, ich mal jetzt einen Engel. Und keine Ahnung, es war einfach. Aber mit Skizze vorne dran, oder? Ja, ja, klar, also das war schon ein Zeichenprozess, ne? So skizziert, dann so ein bisschen die Farbe und ich glaube die Haare, ich weiß nicht, ob es dazu da war, am Anfang die Haare besser zu sehen, aber die waren auf einer extra Ebene und erstmal einfach nur schwarz. Ich weiß nicht, ob das geplant war, dass die vielleicht eigentlich schwarz sein sollten. Mhm. Oder ob sich das dann einfach anders ergeben hat. Sorry, meine Gedanken zu formulieren ist ein bisschen schwierig. Ich bin gerade den Poster machen. Mhm. Simultanes, kompliziert. Mhm. Es war halt einfach ein ganz klarer Zeichenprozess, so richtig definiert und kein Hin und Her probieren, sondern einfach so. Aber hast du das Video noch? Ja, das Video kann ich auch mal schicken. Moment. Eventuell ist da ein Zeitstempel jetzt drin, weil ich es mittendrin pausiert habe. Hm. Vor allem das Video geht, ich glaube, 22 Minuten und so. Und normalerweise denke ich mir so, ah, ich guck mir kein Speedplan für 22 Minuten an. So. Oder ich skippe so ein bisschen drin rum und gucke, was ich daran interessant finde. Aber da war ich so, oh mein Gott, ich kann nicht mal weggucken. Es ist so spannend. Okay. Ich gucke mir selten Speedpans auch tatsächlich an, aber ja, so gut es ist. Wenn man auch noch was draus lernen kann oder so. Das ist ja ganz schön hochqualitatives Bild. Ah, und Clip Studio. Ach, war das Clip? War das Clip Studio? Oder ich hätte jetzt gedacht, das wäre Photoshop. Ich habe nicht drauf geachtet, um ehrlich zu sein. Ah, nee, hast recht. Du hast recht. Ja, doch, ist Photoshop. Aber nach 5 Minuten sieht es halt schon richtig gut aus. Und auch so viele Details und alles mögliche. Ja, ich habe mir dann auch die anderen Bilder angeguckt, so auf Artstation, dachte so, oh mein Gott, die Hände und alles und die Gesichter und die Augen. Und das sieht halt einfach so. Ich weiß nicht, so satisfying aus, ne? Das ist einfach alles so smooth und glatt und perfekt irgendwie. Also in einem positiven Sinne. Ich finde auch, Dinge können zu perfekt aussehen und sind dann nicht mehr interessant, aber... Das sieht schon auch sehr gut aus. Also auch ansprechend. Schön. Ah, die Farben sind so gut. Ja, ich hätte echt, also das, man sieht es nicht, ne, aber ich gehe mal davon aus, dass die Person Referenzen benutzt. Wenn die das alles so im Kopf macht, dann. Ja, ziemlich sicher, denke ich, oder? Ich würde die halt auch, ich würde gern sehen, welche Referenzen das sind. Ich bin meistens so ungeduldig, wenn ich so ein bestimmtes Bild im Kopf habe. Ich hätte jetzt gern irgendwie, ja, sagen wir so einen Engel, der da so sitzt und mit seiner Hand irgendwie einen Schleier hochhält. So, suche ich dann 3 Stunden, bis ich irgendwas finde, was möglichst genau passt, oder bin dann immer zu ungeduldig? Oder passe ich einfach meine Vorstellung an? Hm. Ich denke mal, die kann das auch sicher schon ganz gut ohne Referenz, aber so Referenz für gerade die Hintergrundsachen bestimmt. Der Schwan zum Beispiel und so Zeug. Mhm. So, das muss reichen. Oh, ich habe 6 Nachrichten. Oh, ich habe 6 Nachrichten auf Instagram. Upsi. Das muss ein bisschen warten. So, Tristaratus, Entschuldigung. Du hast gefragt, wie mein Urlaub war. Sehr, sehr ereignislos. Also es war ein sehr entspannter Urlaub. Der im Endeffekt daraus bestand, dass ich morgens mit Mia, also mit dem Hund, spazieren gegangen bin. Brötchen geholt. Und dann haben wir gefrühstückt, dann oder eventuell vorher noch so ein bisschen Switch gespielt und dann gefrühstückt, dann ein bisschen gechillt, dann eine Runde am Meer spazieren. Also eine Runde am Meer spazieren waren dann meistens so, ich weiß nicht, wie viel war das, 8 Kilometer, vielleicht ein bisschen mehr, wir sind sehr weit gegangen.
Und ja, dann eigentlich einfach nur wieder zu Hause rumsitzen, Mittagessen, vielleicht noch eine Runde später spazieren gehen und dann irgendwie so Spieleabend immer mit dem Rest der Familie. So sah eigentlich ziemlich jeder Tag aus. Da war gar nichts los. Klingt aber voll entspannt. Ja. Also richtig mal überhaupt nichts großartig planen, sondern einfach mal Tage auf sich zukommen lassen. Da, wo wir im Urlaub waren, da kann man Haifischzähne suchen. Ich glaube, das hatte ich gar nicht erzählt. Also da, das ist wirklich die einzige Stelle, wo du am Meer Haifischzähne am Strand finden kannst. Da ist halt auch so Ebbe, Flut und so. Mhm. Und genau, da kannst du dann halt Haifischzähne suchen und welche finden, wenn du Glück hast. Habt ihr gesucht? Ja, ich suche immer. Meine ganze Familie sucht immer. Ich habe 2 gefunden, was tatsächlich, ja, das ist gar nicht so viel eigentlich. Also die letzten Jahre haben wir immer einige gefunden und es waren 2 schön, also einer war besonders schön und ja. Also es ist schon immer cool, wenn du welche findest, aber es ist auch super anstrengend, weil du gehst halt die ganze Zeit mit so gesenktem Kopf irgendwie am Strand entlang. Und mit Hund ist das dann nochmal anstrengender, weil ich war die ganze Zeit irgendwie mit einem, vielleicht habe ich deswegen auch nicht so viel gefunden, weil ich mit einem Auge immer nach Mia geguckt habe und nach mit dem anderen irgendwie versucht habe, Zähne zu finden. So, ich denke, wir können den Bildschirm mal wechseln. Wir haben immer noch den gleich geht's los Bildschirm. Ah, ich habe hier so viele Tabs offen. Fenster. Ich blick nicht durch. Moment, gleich geht's los. Und wir machen... Das hier? Ja, das ist der richtige Bildschirm. Richtig spannend. Also wir haben hier richtig Quality Content gerade. Einfach nur eine graue Fläche. Ja, Canvas. Geil. ich erwähne nochmal, wir wollten heute Anatomie üben. Beziehungsweise ich. Alena muss hart arbeiten an einem Animationsvideo, Animationsserie. Nächstes ein einzelnes Video. Ist ein Video. Und hart arbeiten würde ich nicht sagen, aber... Doch, du musst Lichtpunkte setzen, wenn ich das richtig aufgeschnappt habe. Ist kompliziert. Einen weißen Kreis verschieben. Kleidung und Stoff. Könnte ich auch üben. Nein, ich lasse mich viel zu schnell ablenken. Ich kann leider nicht alle Referenzen hier rein... schieben, weil die vermutlich zu nackig... Ja, die sind definitiv zu nackig. Da muss ich ein extra... Und ich muss auch aufpassen, dass ich die nicht aus Versehen hier reinschiebe. Das wäre auch nicht gut. So, da... Das ist doch gut. Müsst ihr aber runterladen, oder? Ach, Manu. Also... Ich gehe gerade meine Referenzordner durch und suche nach schönen Anatomie-Referenzen für Rücken und Arme und Schultern und Brust, also praktisch so Oberkörperbereich. Aber besonders maskuline Körper, weil damit habe ich eher ein Problem. Ich finde die Rückenmuskeln schwierig beim Männern irgendwie. Ich kann keine guten nackten Männeroberkörper zeichnen. Ich sehe so ein Muster bei uns beiden. Mhm. Wie ist es dazu gekommen? Ich weiß es nicht. Frauen sind manchmal ein bisschen einfacher irgendwie, weil du mehr Anhaltspunkte hast. Irgendwie. Das auch, oder im Zweifelsfall machst du halt alles einfach ein bisschen weicher oder weniger Details und dann sieht es halt direkt femininer aus, so. Ja. Okay. Ich gucke hier gerade ganz viele nackte Frauen. ein Bild noch. Und zwar... Oh, das sieht gut aus. Das nehme ich noch.
Bin mal gespannt, ob ich heute einen guten Zeichentag habe oder einen nicht. Muss ich gleich zeigen. Aber ich bin heute, also ich weiß es nicht, eben hatte ich das Gefühl, ich war recht ungeduldig, da wollte ich was 3D-mäßiges machen. Also ich wollte eigentlich nicht, Moment, Alena weiß schon, dass ich eben bei Blender gelandet bin. Moment, ich habe sogar ein Bild hiervon. Ich bin eben bei Blender gelandet und habe angefangen, ein Haus oder einen Raum, eine Wohnung zu bauen. Ursprünglich wollte ich nämlich nur nach einem Modell suchen, was ich benutzen kann, was ich vielleicht ein bisschen abändern kann. Hab aber leider nichts gefunden. Oder hab eine Kirche gefunden, die in die Richtung ging, was ich mir vorstelle, aber es hat einfach nicht funktioniert mit dem Bearbeiten oder beziehungsweise wenn ich es dann importiert habe in Clip Studio, war die Qualität irgendwie plötzlich schlecht und da fehlen mir irgendwie einfach die Infos zu wissen, was genau ich machen muss, damit das halt eine bessere Qualität hat, wenn ich es importiere und keine Ahnung was. Und da war ich einfach zu ungeduldig. Ich habe verschiedene Sachen ausprobiert und es hat nicht geklappt und dann hat es halt dazu geführt, dass ich dann meinte, okay, dann mache ich es halt selber und habe dann einfach Blender geöffnet und so random drauf los angefangen, das Haus zu bauen. Okay. Respekt auf jeden Fall dafür, für diesen Schritt. Ich hatte es ja sowieso die ganze Zeit geplant und ich dachte immer so, ja, macht das Sinn, irgendwie nochmal jetzt Blender ein bisschen zu aufzufrischen irgendwie und keine Ahnung. Aber ich denke schon. Ja, also schaden kann es auf jeden Fall nicht, glaube ich. Ach Moment, mir fällt gerade ein, den kann ich reinschieben. Hier, der ist ja nicht zu nackig, da sieht man ja nichts. Das ist eins von den Modellen, die ich jetzt gleich vorhabe zu zeichnen. Also nur die Rückenpartie, ich zeichne nicht den ganzen Körper. Das war eine gute Vorlage. Genau, ich habe einmal Rücken und... Also sein Höschen ist schon sehr knapp, weiß nicht, ob ich den... Weiß nicht, ob ich den von vorne zeigen soll. Alter, der hat aber auch. Hat aber auch eine Figur. Also man sieht das. Moment, das kann ich auch zeigen. Da sieht man auch nichts. Moment. Er hat aber auch eine Formsprache, du. Hat aber auch extra die Luft angehalten, ja, oder? Ja, ich denke auch. Ja, ja, also wenn du so aussiehst, also so posierst, dann... Das war die Bienchenwespe. Taille. Bienchenwespe. Das war die Taille. Bienchenwespe, okay. Weiß schon. Weiß ich was, eben, ja. So, ich wollte aber ja eher... Ah, das sieht gut aus. Das nehme ich auch noch. So, und dann jetzt gucke ich mal nach einem Modell, was ein bisschen menschlicher aussieht. Und nicht wie aus Stein gemeißelt. Das sind wieder Frauen. Es ärgert mich ein bisschen, dass du, wenn du Muskeln üben möchtest, musst du halt größtenteils wirklich bei so durchtrainierten Leuten gucken. Dabei habe ich eigentlich gar nicht unbedingt immer Lust, diese Idealist. Ja, ich weiß nur, was du meinst. Man will ja auch eine Anführungszeichen normale Körper malen. Ja, genau. Aber das sieht man halt einfach die Muskeln nicht so gut, wenn es halt jetzt speziell üben willst. Aber ich denke, es hilft ja trotzdem, wenn du so Bodybuilder malst, weil dann kannst du es ja abschwächen so ein bisschen. Glaubst du, der Typ hier ist Bodybuilder? Wie kommst du drauf? Achso, okay. Ja, waghalsige Vermutung auf jeden Fall. Ja, aber... finde ich etwas weit hergeholt. So einen Körper könnte auch jeder haben, oder? Ist halt wirklich so, ich habe hier jetzt einen etwas normalen, also der ist immer noch durchtrainiert, aber etwas nicht ganz so krass. Und da siehst du direkt am Rücken, du siehst nichts mehr.
Du siehst, also du siehst, das ist einfach nur noch glatt fast. Ein bisschen siehst du so die Rücken, hier die Schulterblätter, aber verschwindet halt, also so hast du im Rücken kaum Muskeln, wenn die nicht speziell trainiert sind. Zumindest nicht so eindeutig sichtbar. Ne? Ja, also dass die Muskeln vorhanden sind. Ja. Ich merke hier so eine Tendenz, dass ich wesentlich mehr weibliche Referenzen habe. Das hier sieht doch auch gut aus. Ich hab's gleich. Ich suche mir hier 3 Milliarden Sachen raus und was wahrscheinlich zeichnen werde ich gleich 2. Aber du hast die Möglichkeit, genau, alle zu zeichnen. Genau, so. Das war jetzt aber der letzte. Ja, ich denke, das ist gut. So, dann schließen wir den Adonis hier nochmal. So. Das hier auch. Und genau. Meine Referenzen kann ich jetzt hier ins Bild ziehen, ohne dass ihr die seht. Ich habe sie auf einem anderen Bildschirm zusammengesetzt, damit ich nicht wirklich versehentlich etwas hier in den Stream ziehe, ins Programm. Das wäre nicht sehr gut. Kommt sofort die Naughty Police von Twitch vorbei. Da war ein Nippel zu sehen, das dürfen sie nicht. Oh, es war der von einem Mann? Nein, dann ist okay. Der ist nicht so anstößig. Entspannt klingt gut, dafür sollte Urlaub auch sein, ja. So. Jetzt habe ich das nächste Problem, dass ich wahrscheinlich keinen Brush finde, mit dem ich zufrieden bin jetzt fürs Skizzieren. Und abgesehen davon muss ich gerade noch meinen Zeichenhandschuh anziehen, sonst habe ich gleich Schmerzen in der Hand. Ich habe mir angewöhnt, mir manchmal, wenn ich hier am Tablett sitze und arbeite, muss ich mir so eine Mütze, so eine Wollmütze unter meine Hand legen, unter die linke, weil ich mit der immer sonst ganz doof irgendwie aufliege. Es tut dann irgendwann weh nach einer Zeit. Aber du zeichnest mit der rechten, oder? Ja, genau, mit der rechten, aber ich weiß nicht, vielleicht mit der linken dann irgendwie. Ja. Das kann nicht, im Moment geht es sogar, aber nach einer Zeit. Oh, weißt du, was ich vorhabe, wenn ich ich ziehe bald um in meine andere Wohnung. Und da werde ich mir einen Schreibtisch besorgen, den man schräg stellen kann. Dann kann ich geradeaus gucken und zeichnen, was schon mal ziemlich geil wäre. Und ich besorge mir vielleicht eine Staffelei, die sind ja nicht so unglaublich teuer. Weil dann kann ich manchmal auch im Stehen zeichnen und arbeiten, das wäre angenehm. Nicht am Rechner, aber zumindest auf Papier oder so. Hast du schon mal hast du schon mal meinen Raum gesehen? Habe ich dir den schon mal gezeigt? Nö. Okay. Hast du eine Staffelei? Hast du ein Atelier? Ja. Ja. Ja, ich hab halt einen extra Arbeitsraum. Das ist der größte Raum in der Wohnung, weil das theoretisch das Schlafzimmer gewesen wäre, aber außer ein Bett steht halt nicht in so einem Schlafzimmer. Das wäre absolute Platzverschwendung gewesen. Deswegen halt es hier auch teilweise so, wenn ich rede. Ein kleines Minuten. Ich habe hier sehr viel Abstellraum, aber das Problem ist, ich benutze den meisten Platz nie, weil ich einfach nicht dazu komme. Ich sitze immer am PC. Ich muss gerade mal mit dem Platz gucken, wo ich hier was hinschiebe. Ihr seht das gar nicht, ich habe hier halt noch eine Referenz offen, ne? Deswegen ist das ein bisschen tricky, dass ich das auch so ungefähr platziere, dass ich da zeichne, wo man es am besten sehen kann im Stream. Ah ja. Ich weiß auch noch nicht, wie genau
wie detailliert ich jetzt das mache. Ich muss jetzt wahrscheinlich eh erstmal reinkommen. Also die ersten werden wahrscheinlich gar nicht gut aussehen. Aber ich muss es auch aus meinem Kopf kriegen, es muss ja gar nicht gut aussehen. Das ist ja gar nicht, ist ja gar nicht der Sinn der Sache. Nee, es geht wirklich nur ums Üben. Üben ist ja alles, solange irgendwie deine Hirnzellen ein wenig Material kriegen. Mir fällt auf, ich hätte auch irgendein Bild öffnen können mit wo die Muskeln beschrieben sind und so. Ja, das ist auch nicht schlecht, tatsächlich. Ich habe so eine Figur hier. Hm? Ich habe so eine Figur hier, die steht irgendwo hinter mir. Da sind die Muskeln, also das ist halt so eine gehäutete Figur, sage ich mal. Ja. Vielleicht sollte ich mir die rüberholen. Einfach so als Zusatz. Du hast ja auch für dein Masterprojekt ganz viel Muskeln und so immer geübt, ne? Also jetzt speziell Tiere oder so, aber da ähnelt sich ja vieles oft. Ja, das stimmt. Ich habe die Bezeichnung mittlerweile alle vergessen. Ich konnte so ein paar. Oh, das kommt aber nochmal. Ich muss auch nochmal mal alles wiederholen. Ich habe theoretisch, habe ich jetzt mir zumindest zu allen Muskeln schon mal Notizen gemacht, außer von den Händen und von den Füßen muss ich eigentlich nochmal wiederholen. Aber zumindest Notizen in einem kleinen Heft, dann kann ich theoretisch mal nachschlagen. Allerdings, wenn man es nicht wiederholt, vergisst man es auch schnell. Mhm, ja. Wie das jetzt ganz abstrakt gerade aussehen muss hier. Aber man erkennt immer schon was, was gemeint ist, finde ich. Vielleicht sollte ich eher damit anfangen, die ganze Figur einmal grob zu skizzieren und dann einfach die Details, also da auszuarbeiten von dem, was ich speziell üben möchte. Ja, das würde, glaube ich, schon helfen, weil es geht ja darum, die Sachen nicht nur auch für sich einzeln zu üben, sondern auch im Gesamten. Ja, mache ich das beim nächsten. Ich kritzel hier nochmal ein bisschen weiter dran rum, guck mal, ob das irgendwo hinführt. Hast du gestern frei gemacht? Nicht mehr als sonst. Wobei doch, gestern habe ich tatsächlich relativ wenig gemacht. Ich habe ein bisschen gezeichnet. Ja, ich habe für eine Commission was gemacht, die habe ich heute noch fertig gemacht. Und dann habe ich eigentlich nur noch meinem Freund beim Gothic-Spielen zugeschaut, was auch mal schön war. Du? Hast du frei gemacht? Nee, ich habe Bewerbungen geschrieben und gut, das war jetzt nicht so viel Arbeit, aber ich meine, das sollte allen eigentlich klar sein, aber du bereitest ja eine E-Mail mehr oder weniger vor, ne, die du dann an alle angepasst schickst, ne, wo du deine Bewerbung halt hinschickst und so. Und da stand halt unter anderem drin, dass im Anhang mein Lebenslauf ist, ne, mein CV, was auch immer. Ich habe, boah, wie viele habe ich, vielleicht 8 oder so habe ich gestern geschickt, Bewerbungen. Und bei 2 habe ich den, glaube ich, vergessen. Ups. Ja, bei einem habe ich es gemerkt, da wollte ich das dann noch hinterher schicken, ne, von wegen, also sorry, hier ist der Lebenslauf, und dann habe ich auf Antworten gedrückt, habe es aber, glaube ich, nur an mich selbst geschickt, aber ich bin mir nicht sicher, ich will es jetzt nicht nochmal schicken, nachher kriegen die da 5 E-Mails von mir. Nein. Dann habe ich es einfach gelassen, weil ich dachte so, wenn es wirklich so weit kommt, dass sie sich für mich interessieren, dann werden die nochmal nachfragen nach einem Lebenslauf wahrscheinlich. Ja, wichtiger sind auf jeden Fall, dass die Arbeitsbeispiele da dabei sind, genau. Wahrscheinlich. Ja, das war halt einfach ein Link da, beziehungsweise
zu meinem Portfolio oder keine Ahnung. Mache ich hier. Ich drücke auf jeden Fall mal die Daumen, dass du gute Antworten bekommst. Ich sag mal, bisher habe ich eine Absage bekommen. Das hat ich ja, glaube ich, Bescheid gesagt, ne? Ja, das habe ich gelesen. Aber ich kriege auch lieber eine Absage. Also, das war jetzt keine traurige Aussage, sondern von wegen, ich bin froh, dass sie geantwortet haben, ne? So. Weil, wenn ich halt besser als keine Antwort, beziehungsweise manche schreiben halt, dass wenn man nach einem Monat keine Antwort bekommen hat, dann ist das praktisch eine Absage. Das finde ich auch noch okay, dann weißt du zumindest irgendwie, wo du dran bist. Und trotzdem werde ich dann nochmal schreiben, so von wegen so, hallo, haben Sie meine E-Mail bekommen? Ja, kann man ja dann trotzdem machen. Ja. Mein Gott. Ich muss den Leuten einfach auf den Keks gehen. Mhm. Aber es ist immer gut, wenn man weiß, woran man ist und wie der Stand der Dinge ist. Ja, ich meine, im Optimalfall kriege ich auf meine Anfrage noch eine Aussage, warum es eine Absage ist. Damit ich das dann beim nächsten Mal besser machen kann, beziehungsweise weiß, worauf genau diese Firma Wert legt. Ja. Im Optimalfall wäre das schon ganz. Im Hintergrund Pokémon Mystery Dungeon Musik laufen. Ja, alles okay. Ich würde sie hören, wenn ich deinen Stream anmachen würde. Ja, genau. Würde. Aber dann würdest du auch dich und mich doppelt hören. Ja, das wäre spannend. So froh, dass ich hier meine kleine Tastatur ist übertrieben, diese kleine Fernbedienung habe, mit der ich alle Shortcuts und so immer auswählen kann. Das ist schon sehr praktisch. Nicht mit der Tastatur? Nee, das ist, also ich habe hier neun Knöpfe auf so einer kleinen Fernbedienung plus so ein Drehrad, also so ein Rad, wo man einfach dran drehen kann. Und da habe ich halt alles, was ich so brauche, draufgelegt. Das habe ich ursprünglich eigentlich nur gemacht, weil ich immer Steuerung Z auf dem Pinsel hatte. Hier, also auf dem Pinsel, auf dem Stift, den ich halt in der Hand habe, da hatte ich immer, das sind ja so zwei Knöpfe meistens. Und auf einem hatte ich halt Steuerung Z und das hat mit dem neuen Tablet, was ich hier von XP Pen hatte, nicht mehr funktioniert. Also es hat immer so kurz gehangen. Ich sag mal, so 9 von 10 Mal hat es einfach nur Steuerung Z gemacht. Und beim 10. Mal hat es dann das doppelt gezählt aus irgendeinem Grund. Also hat dann zweimal Steuerung Z gemacht. Und das ist halt ein bisschen blöd. Ja, das ist unpraktisch. Und dann dachte ich halt so mit so einer Fernbedienung, das könnte halt helfen. Weil es war nicht die Schuld vom Tablet, glaube ich, sondern eher das Clip Studio auf die Eingabe nicht ganz richtig reagiert hat manchmal. Ich glaube, das war das Problem. Deswegen, ja, war es nicht die Schuld vom Tablet und so. Aber mit der Fernbedienung funktioniert jetzt alles gut. Jetzt habe ich da wirklich alle Knöpfe, die ich so brauche, drauf. Oh, praktisch, was alles gibt. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das schon angenehmer ist. Manchmal muss man die Finger echt so komisch auseinander hin und her strecken. Ja, also ich habe eine normal große Tastatur und ich kriege viele Sachen gar nicht hin, tatsächlich. Weil meine Finger nicht lang genug sind. Da fängt also schon an. Steuerung Z ist das Maximalste, was ich hinkriege. Ich habe es gerade ausprobiert. Also was anderes kriege ich noch weiter, geht nicht. Gut, da ist jetzt auch nicht so viel, was man noch drückt. Also ich muss sagen, Steuerung Z kriege ich aber auch nur hin, wenn meine Finger wirklich schon einen Spagat machen.
Und das braucht man ja leider recht häufig. Ja, schon. So. Ich schummel jetzt und schieb das anatomisch richtig hin. Nicht schummeln. Das ist das Verwenden von hilfreichen Tipps und Tricks. Ja, das stimmt schon, aber wenn ich Anatomie üben möchte und schieb's mir eigentlich nur zurecht, bis es passt, hilft das jetzt auch nicht so. Ja, so, okay. Hallo, Briggs. Hallo, hallo, hört man mich? Hallo. Ah, hallo. Ja, hast du schon mal was geschrieben? Das ist nämlich die erste Nachricht, die ich jetzt sehe. Ach, das heißt... Nein. Okay. Du willst mich nur verunsichern. Ja, ja. Oh, ups, jetzt habe ich den falschen... Ah, verdammt, welchen Pinsel hatte ich? Ah, den hier? Ja, den hier, okay. Wollte Kai eigentlich auch noch dazukommen? Ich hatte das jetzt nicht richtig verstanden. Der meint, der macht noch Mittagspause. So. Das habe ich gar nicht so richtig mitbekommen. Ja, er hat das jetzt nicht geschrieben, dass er dazukommt, aber er gerade eben meinte, oh, wir haben schon fast zwei, er macht noch Mittagspause. Vielleicht kommt er nach. Wenn das funktioniert. Ja, vielleicht. Mal schauen, der springt dann plötzlich einfach rein gleich. Ist dann viel zu laut, wir erschrecken uns. Ja, das sehen wir dann. Chat macht dich gefasst. Ja. Briggs hat gesagt, er hat gestern die Demo von Elements Destiny gespielt. Hast du das auch mitbekommen, Alina? Ja, ich habe es mitbekommen, aber ich habe tatsächlich auf den Twitch-Stream draufgeklickt und dann habe ich es vergessen. Das ist ja das Spiel, wo Somni und ich dran mitgearbeitet haben. Mhm. Und genau, da wurde gestern die Demo gelauncht. Okay. Launched, nennt man das so. Mhm. Genau. Die Demo, also Frank hat gestern 40 Minuten für die Demo gebraucht. Wie lange Chris gebraucht hat, weiß ich jetzt gar nicht. Da habe ich nicht mit aufgepasst, wie lange das war. Mhm. Aber ja, warum male ich hier eigentlich noch den Kopf dazu? Das macht gar keinen Sinn. Weg mit dir, Kopf. Genau. Sieht sehr cool aus. Von mir sind nur zwei Monster dabei, tatsächlich. In der Demo zumindest. Ah. Aber wird das dann noch länger, das Spiel? Oder ist das dann theoretisch jetzt... weil Demo ist ja immer nur so ein kleiner Einblick, ne? Ja, Spiel an sich, das wird sehr lang. Ich weiß nicht, ob's... Wahrscheinlich kann man das jetzt noch gar nicht abschätzen. Mhm. Aber das wird schon so ein... So ein Rollenspiel-Länge-Spiel. Ja, gut. Das ist dann doch recht lang. Ja, bist du gespannt? Hast du schon auch schon gespielt? Nee, das waren ja nur die Devs, die dann gespielt haben, wahrscheinlich. Genau, im Stream hat Chris gespielt, ne? So in seinem Stream halt. Und ich habe das jetzt nicht nochmal extra runtergeladen. Ich habe stattdessen Frank es auf sein Steam Deck runterladen lassen. Und dann hat er einfach das auf dem Steam Deck gespielt. Das erste Spiel, was er auf seinem Steam Deck gespielt hat. Hm. Cool. Mhm. Ich hätte auch gerne das Steam Deck. Auch. Ja, das habe ich. Ein bisschen teuer, aber... Lohnt sich das? Wenn man viel spielt wahrscheinlich. Ja, dann wahrscheinlich schon. Oder wenn du einfach gut Geld hast, keine Ahnung. ich hätte es auch gern, weil ich habe viel mehr Spiele am Computer, die ich gerne spielen würde. Aber wenn ich halt den ganzen Tag am PC saß zum Arbeiten und so, dann habe ich halt abends keine Lust, dann auch noch Spiele daran zu spielen. Das kann ich sehr gut verstehen. Ja, deswegen... Ich glaube, ich arbeite das jetzt auch noch ein bisschen aus. Ich glaube, Elements Destiny muss ich mir dann auch mal holen. Dann müsst ihr mir sagen, von wem dann eure Monster sind. Du musst dann raten. Ich glaube, mit Briggs hat er schon gesagt, dass er dann immer raten muss, wessen Monster das ist. Du kannst auf jeden Fall auf die Wunschliste packen. Hm? Das sollte ich mal. Bin da nicht so tief drin, wie viel
sowas immer bringt, aber es wird immer gesagt. Von daher gehe ich aus, dass das sehr wichtig ist. Also mir bringt das tatsächlich was, weil ich bin sonst eigentlich nie auf Steam. Man kriegt zumindest eine Mail. Also ich dachte jetzt eher von den Devs aus, dass das... dann wirst du irgendwie eher auf die For You-Page irgendwie gebracht oder ich weiß nicht, irgendwie sowas. Ah. Wishlist ist immer gut. Jo. Oh, Moment, ich muss mal hochscrollen. Es wurden Sachen geschrieben. Echt? Rix, wie hat sie dir denn gefallen, wenn du sie gespielt hast? Hast du jetzt gar nicht gesagt, glaube ich. Ed, guter Punkt. Werde mich heute Abend dran setzen. Bin schon super gespannt. Ah, Tristoratus hat auch nicht gespielt. Bei 30 oder 40 Minuten. Ja, genau. Das stimmt mit dem überein, was ich auch so mitbekommen habe. Da seufzt die Mia. Oh. Ja, ich habe die ganze Zeit Mia hat immer recht. Ich habe die ganze Zeit keine Cam mehr an, weil ich immer zu faul bin, die... Also die sind irgendwie nicht eingesteckt, beziehungsweise meine ist eigentlich eingesteckt, aber die reagiert aktuell nicht. Und wahrscheinlich müsste ich nur einmal unter den PC, unter den Tisch kriechen. Also mein PC ist so ein bisschen schlecht aufgestellt, also ich muss immer unter den Tisch kriechen, um da was dran zu ändern. Und ich mache es die ganze Zeit einfach nicht. Ich muss wahrscheinlich nur einmal ein- und ausstecken und so, dann wird sie wieder funktionieren. Aber dann denke ich mir so, ja, mein Gesicht muss auch niemand sehen. Ist okay. Deswegen sehen wir keine Hundecam. Ja, das auch. Also dein Gesicht ist ja egal, aber es ist ein Hund. Ich würde dich auch gerne beim Zeichen betrachten. Vor allem, die bewegt sich gar nicht. Die liegt die ganze Zeit nur, dann seufzt sie mal. Also mir. Ja. Und ja. Heute Morgen sind wir vom Spazierengehen gekommen und im Treppenhaus hat gerade jemand geputzt und dann ist sie, also ich habe mir ja extra die Schuhe ausgezogen, bin dann halt mit den Socken irgendwie hochgelaufen und währenddessen hat Mia sich dann zu der Person gestellt, die da am Putzen war und hat sich die ganze Zeit streicheln lassen und wollte gar nicht weitergehen. Und dann meinte ich so, Mia, wir müssen los. Und die Person meinte auch so, ja, geh nach Hause, ne? Und Mia so, nein. Und hat ihren Kopf dann wieder so an die Person gedrückt und war so, streicheln. Oh Gottchen, das ist so süß, wenn Hunde das machen. Ja. Ja, ich glaube, sie war ein bisschen unterkuschelt. Oder ist aktuell ein bisschen unterkuschelt, aber ich habe nicht so viel Zeit. Also wenn ich auf dem Sofa bin und da zeichnen kann oder so, dann ist das kein Problem. Dann liegt sie zwar irgendwie halb auf meinem Arm, ohne dass ich viel machen kann. Also es ist immer ein bisschen schwierig, wenn du halt mit dem rechten Arm zeichnest und sie liegt auf dem rechten Arm. Aber da freut sie sich halt drüber, weil sie halt gerne bei einem liegt. Aber wenn ich halt hier so am PC sitze, schwierig. Ja, könnte sich höchstens an deine Füße wahrscheinlich irgendwie dran kuscheln. Ja, sie liegt praktisch unter mir gerade mit ihrem Kissen. Also sie ist von ihrem Kissen halb gerutscht und liegt mit der Hälfte jetzt unter dem Stuhl. Schnarcht ein bisschen. Anstrengendes Hundeleben. Oh ja. Am Meer war das auch sehr süß. Sie ist immer sehr viel gerannt. Und den meisten anderen Hunden tatsächlich aus dem Weg gegangen. Also sie ist nicht so interessiert an den meisten Hunden. Mhm. Aber sie hat jetzt irgendwie keine Scheu vor anderen Hunden. Nö. Also sie hat generell eigentlich und nicht so wirklich Angst. Lass mal überlegen. Sie mag Badewannen nicht. Aber ansonsten. So ein bisschen ein entspanntes Hund. Ja, sie ist halt auch super verträglich, ne? Ja. Außer bei Katzen. Bei Katzen macht sie immer einen Riesenaufstand und bellt und will dahin. Und wir haben hier halt nachts, wenn man abends hier rausgeht. Ah, das Bild ist ein bisschen klein, ich zoome mal ein bisschen dran. Wenn Frank mit ihr nachts rausgeht, dann sind hier meistens immer irgendwo Katzen und dann rastet sie immer total aus.
Das hatte sie allerdings bei Pferden auch. Also mit Pferden, das waren ihre Erzfeinde, da ist sie auch immer total ausgeflippt. Aber als ich bei meinen Eltern war, da ist halt jetzt so ein Reitstall, so ein Westernreiten ist halt nicht so cool, aber ist halt jetzt da in der Nähe. Und deswegen sind da ganz viele Pferde immer. Und da bin ich mit ihr morgens immer lang gegangen und habe ihr dann gesagt, sie soll sich beruhigen. Und wenn sie sich beruhigt hat, hat sie ein Leckerchen bekommen. Und die Pferde waren eh total gechillt. Also ich habe bisher noch kein Pferd erlebt, was bei einem Hund irgendwie negativ reagiert. Wahrscheinlich müssen die das einfach abkönnen, weil sonst kannst du mit einem Pferd nicht in Ruhe reiten, ausreiten. Ja, oder so. Eben, stell dir vor, du gehst irgendwie durch den Wald, dann kommen ja immer irgendwie 20 Leute mit Hunden entgegen. Genau. Ich denke, deswegen sind das einfach Pferde generell gewohnt, bei Hunden entspannt zu bleiben. Ich meine, die haben auch nichts zu befürchten. Ich denke mir auch immer so, Mia, was gehst du da auf dieses, ich weiß nicht, Gefühl 2-Tonnen-Pferd los? Also diese richtig dicken. Und sie ist so ein kleiner, klitzekleiner Hund. Und ich denke so, was erwartest du? aber bei Wildschweinen aber auch, wenn sie eine Fährte hat oder so, ein Wildschwein oder so siehst, ich denke so, Mia, bitte. Ja, Wildschwein ist nicht ohne. Ja, sie, ne, so ehemaliger Jagdhund oder so, deswegen hat sie das drin. Zum Glück, also ich habe sie jetzt zum Glück schon ein bisschen so abgewöhnen können, dass sie nicht überall immer direkt hinterher möchte. Aber ich glaube, so ganz raus kriegen wir das nicht. Wenn du so fast 10 Jahre Jagdhund warst, dann ist das halt nicht so einfach, wieder zu verlernen. Was wollte ich sagen? Ah, genau, dann bin ich jeden Tag mit ihr zu den Pferden, habe sie halt gelobt, wenn sie sich beruhigt hat. Und jetzt ist sie entspannt bei Pferden. Also, Pferde sind jetzt kein Problem mehr. Das hat sie ganz schnell verstanden nach 2 Tagen. Und bei irgendeinem anderen Tier habe ich das letztens auch. Ah ja, genau. Bei Vögeln. Am Strand hat sie angefangen, den Vögeln hinterher zu jagen. Und dann habe ich das da genauso gemacht. Also immer, wenn da Vögel waren, habe ich sie gelobt, wenn sie sich benommen hat. Und dann hat sie das auch ganz schnell verstanden, dass sie da nicht hinterher jagen soll. Krass. Das ist wirklich schön unkompliziert. Ja. Das ist ein schlauer Hund. Ja, ja. Wirkt so. Es geht. Also ich glaube, dadurch, dass sie das so ihre kognitiven Fähigkeiten ein Leben lang vernachlässigt worden, ne? Sie wurde halt wirklich einfach nur auf Tiere gehetzt und das ist alles, was sie so an Aufgaben hatte. Versteht sie manche Sachen nicht so schnell. Also ich habe, sie hat jetzt Pfötchen gelernt mittlerweile, ne? Also sie kann jetzt Pfötchen geben. Und das hat, warte, wir haben jetzt Oktober, September, August, Juni. Ich weiß nicht, 4 oder 5 Monate gedauert, bis sie das gelernt hat. Ich habe es jeden Tag mit ihr geübt. Echt? Ja. Na gut. Ja. Oder sie hat auch so ein Leckerchenball. Das hat auch, den haben wir, seit sie bei uns ist, ne, seit Anfang des Jahres, so ein Leckerchenball, den rollst du, damit da Leckerchen rauskommen. Und am Anfang hat die das gar nicht verstanden. Also sie hat da immer mal gegenstupst, aber dann ist halt nichts passiert und dann war sie direkt so, nein, da passiert nichts, verstehe ich nicht. Und mittlerweile hat sie es verstanden. Mittlerweile weiß sie, da muss man gegenstupsen und dann kommen Leckerchen raus. Und sie hat aber noch einen anderen Ball. Leider spielt sie nicht wirklich mit Spielsachen, aber die sind halt da. Genauso wie wir hier Stöcke rumliegen haben, aber sie spielt halt mit nix. Oder knabbert auch nirgendwo dran rum. Auf jeden Fall hat sie noch einen anderen Ball, mit dem sie theoretisch spielen könnte. Und dann hat sie angefangen, den durch die Gegend zu rollen und sich gewundert, warum da keine Leckerchen rauskommen. Oh, enttäuscht. Das war halt so lustig, weil ich meinte halt, zu Frank halt so, ja, also sie ist nicht so der schlauste Hund, aber sie gibt sich auf jeden Fall Mühe. Und dann meinte, doch, die ist ganz schlau. Guck, sie hat ihren Leckerchenball gerollt und in dem Moment geht sie halt zu dem anderen Ball und fängt den an zu rollen. Ich dachte so, weiß ja nicht. Ja, aber ich habe lieber einen doofen Hund, der lieb ist, als irgendwie einen schlauen Hund, der die ganze Zeit Unfug macht. Ja. Ja, schon. Hast du auf jeden Fall weniger Stress mit.
allem kann sie sich immer so gut einschleimen bei allen möglichen Leuten. Dann ist man ihr nicht böse, wenn sie dann irgendwie doch mal hochspringt oder so, weil sie es halt nie macht und man freut sich eher, wenn sie dann etwas irgendwie so von sich aus macht. Etwas Hundeartiges. Ach, ganz gut. Ist ein super Eindruck bisher. Zwei Monster sind von dir, sagst du. Ja, genau. Zwei Monster sind von mir, die da drin vorkommen. Wir sind wieder bei der Demo. Ein Hund, der Unfug macht, ist nur nicht gut erzogen. Ja, aber so ein bisschen sowas Hunde also ich denke, es gibt viele Hunde, die halt einfach... Ich denke nicht, dass du alles abtrainieren kannst oder auch musst. Es kommt immer drauf an, mit dem du zurechtkommst und mit dem halt fremde Leute zurechtkommen. Also dein Hund sollte nicht fremde Leute irgendwie in Bedrängnis bringen in irgendeiner Weise. Und wenn es halt nur hochspringen ist und die Leute dann dreckig machen oder überhaupt erst hinrennen, kann halt schon ein Problem sein, ne? Weil manche Leute haben ja Angst vor Hunden oder keine Ahnung was. Ja, man weiß ja auch nicht, wenn andere Leute einen Hund haben, wie der dann reagiert. Genau. Schwierig. Wir haben bei uns immer eine große Horde, also es sind bestimmt 6 Hunde, Windhunde, die mir ganz oft beim Spazierengehen entgegenkommen. Mhm. Und das scheinen wohl... Also Windhunde scheinen wohl lieber unter sich zu bleiben. Die mögen wohl andere Hunde nicht so gern. Deswegen sind die auch immer an der Leine, wenn wir vorbeikommen. Und die Leute, die mit denen spazieren gehen, machen immer einen großen Bogen um andere Hunde. Also unter anderem auch um uns. Weil die wahrscheinlich scheinbar immer ein bisschen aufmucken. Aber das scheint einfach an der Hunderasse zu liegen, dass die wirklich so ein bisschen nicht so gut zu sprechen sind auf andere Hunde. Ja, manche Hunderassen haben ja schon so rassenspezifische Merkmale. Ne? Mhm. Also ich kenne mich da jetzt nicht so aus, aber ich gucke manchmal Girl of the Dogs. Eine, die Hunde sauber macht oder Hunde wäscht, ist total süß. Und da erzählt er manchmal auch so ein bisschen was darüber. Das ist ganz interessant. Ach verdammt, ich bin verputscht. Macht er auch sowas wie so diese, dass das Fell immer aus dem, also das alte Fell aus dem neuen Fell pusten mit so einem Staubsauger, also mit so einem umgedrehten Staubsauger. Ja, das ist total toll. Über die Haare fliegen. Der Furnado. Ich habe zwar niemanden abonniert oder sowas in die Richtung, aber gerade so auf TikTok irgendwie sind die immer so, du magst Hunde, hier wird dein Hund sauber gemacht. Ja, gut. Jetzt nicht die krasseste Leistung hier mit. Aber also okay, ich mache ein paar Lichtpunkte, das macht es besser. Snomni! Snomni, nomni, nomni. Nom, nom, nom. Snom, nom, nom. Hallöchen. Ende. Hände hoch, dies ist ein Überfall. Ja. Da seufzt Mia wieder. Ich müsste da eigentlich so ein Mikro neben sie machen, damit man das hört. Nom 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 nom. Hallo, hallo. Du darfst auch gerne dazukommen, wenn du möchtest, ne? Weil du nichts anderes zu tun hast, ne? Also der... Wir sind ja nicht umsonst in unserem Gruppen-Discord-Gedöns. Komm her. Locken Sie. Pups, pups, pups. Sag mir, wird gepst. Funktioniert das? Das ist die Frage. Ja, funktioniert's?
Ich komme gleich, ja, ich glaube schon. Muss man sich merken. Wie war das? Irgendjemand hat doch ein Meme gemacht irgendwie auf Twitter, wie man Somni am besten anlockt. Ich hab nur noch Pokémon und Gay im Kopf. Doch, ich glaube, dass da klingelt bei mir was. Das kommt mir bekannt vor, das habe ich gesehen. Das war deine Schwester, ah, okay. Ah. Die muss es wissen. Ach, die Mia schlappert ihre Pfötchen ab. Oh. Somni, guck mal, ich habe Mystery Dungeon Musik im Hintergrund. Also, oder besser, hör mal. Ich wollte heute richtig entspannte Musik. Ich hatte erst nach Animal Crossing geguckt oder so, aber die war zwischenzeitlich irgendwie mir nicht gemütlich genug. Gemütlich. Du willst das Meme sehen? Ich glaube, du... Obwohl, bist du VIP? Nee, bist du VIP? Nein, bist du nicht. Du hättest da irgendwas neben deinem Namen, glaube ich. Das muss ich noch ändern. Erinnere mich da mal dran, Somni. Dann dürftest du, glaube ich, links posten. Du kannst den mal in die Gruppe schicken. Was kann ich schicken, Diamant? Ach, da oben hat jemand. Triceratus hat einen Diamant. Sehe ich gerade. Du kannst das Meme mal... beziehungsweise den Link dazu mal in die Gruppe schicken, dann kopiere ich den rein. Mann, so lange wollte ich doch gar nicht irgendwie an den einzelnen Sitzen hier sitzen. Oh, upsi. Oder der Perfektionismus wieder zugeschlagen. Ja, beziehungsweise auch das einfach Reden. Weißt du, du redest dann und dann merkst du gar nicht, dass du irgendwie schon die ganze Zeit... Ja. Die hat Dinosaurier und Digimon vergessen. Tragisch. Ja, stimmt. Das hätte noch ergänzt werden müssen. Oh, Dinosaurier sind auch cool. Ja. Aber ich kann mir bis heute nur ganz schwer Namen merken von Dinosauriern. Ich konnte mir die besser merken früher als Kind, muss ich sagen. Weil wir hatten so Bücher, nicht was ist was, sondern was anderes. Ich habe noch gerade vergessen, wie heißt die. Ah, was ist was, fand ich auch immer toll. Ich hatte ein Video von der Folge, wo die irgendwas mit Dinos machen. Oh. Cute. Ah, das ist ganz schön gruselig, dieses Meme-Bild. Ja, das stimmt schon. Ja, Mann, wo kommt der denn her? Das heißt, du bist VIP. Ich glaube, du kannst Links posten und so, wenn du möchtest. Spamten ist, glaube ich, ein Charakter aus Deltarune. Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ich weiß leider nicht, was das ist. Das ist aber auch das Einzige, was mir nichts gesagt hat. Da kam vor einiger Zeit Spamten-Lore aus einem bisschen raus. Durch ein Event, was Toby Fox gemacht hat. Noch so ein Spenden-Event, irgendwas. Okay. Was mache ich denn hier? Ich mache das doch viel komplizierter.
glaube, das reicht aber auch, was ich hier bei der Einskizze mache. Der wird jetzt da oben irgendwo in die Ecke geschoben. Kann da schmollen. So, wen zeichne ich denn als nächstes? Ja, stimmt, ich wollte ja. Aha, bevor ich das vergesse, einmal den ganzen Körper zeichnen. Erst. Wie viele? Bitte? Wie viele? Keine Ahnung. Aber mal schauen. Ich mal jetzt mitten hier rein. Somni sagt, ich soll trinken und speichern. Somni, du rettest mich immer mit dem Speichern. Ne? So, wie nenne ich die Datei? Rücken. Auch Beine Po. So. Ja, richtiger Speicherort. Und ich trinke. Sehr schön. Was ist gay? Wir alle. Nein, ich glaube, ist egal. Ich will keinen outen. Was? Was ist das denn für eine Nachricht? Moment. Ich muss gerade mal im Chat gucken. Also eine Nachricht von Somni, wo zurückgehalten, weil hier steht Hautfarbe, ethnische Zugehörigkeit oder Religion. Wenn die Nachricht zugelassen wird, wird sie im Chat hinzugefügt. Aha. Somni, was hast du geschrieben? Also ich sehe, was du geschrieben hast. Da steht eigentlich nur, yep, Deltarune Character. Hä? Also, hä? Hä? Warum sollte Twitch damit ein Problem haben? Ich weiß es nicht. Also jetzt ist die Nachricht da, aber... Also ich habe sie zugelassen, aber... Hä? Somni? Das will ich jetzt aber auch sehen. Ah ja. Nö, das klappt zumindest. Dafür kann Somni alle Pokémon-Namen, sagt sie. Ja, bei mir lässt es nach. Also die alten kann ich noch, aber je neuer es wird, desto mehr Lücken habe ich da. Warum bin ich eigentlich VIP im Chat? Was habe ich denn gemacht dafür? Ihr seid alle VIPs. Aber Somni ist kein VIP. Ja, irgendwie, Somni ist mir durchgerutscht. Das muss ich noch nachholen. Das mache ich direkt, wenn der Stream zu Ende ist und ihr mich dran erinnert. Ah, denen. Och man, Somni. Es gibt auch so viele Pokémon-Namen. Ich glaube, es ist schon krass, wenn man sich alle merken kann. Oh, ihr unterhaltet euch gerade so schön im Chat, ich komme gar nicht hinterher.
Ich bin eigentlich gut bei Namen bei Pokémon, aber manchmal rutscht was aus dem Kopf. Ja, genau, bei mir halt auch. Und bei den neueren hängt's halt, weil ich immer... Die alten Spiele habe ich immer mehrmals durchgespielt. Nicht wundern, ich gehe mich gerade dehnen. Die alten habe ich immer mehrmals durchgespielt und dann hat es... Und ich habe damals auch keinen Spitznamen und so verteilt, da hat sich das alles viel besser eingeprägt. Und mittlerweile spiele ich die meisten Spiele einmal durch. Aber das war mein Schulter. Und dann kriegen die auch noch alle Spitznamen von mir, das heißt, die Namen prägen sich richtig, richtig schlecht nur ein. So. So, bist du zufrieden, Sonny? Hab ich gedehnt. Ja, genau, wenn man mit Nuzlocke spielt, da kommen auch ja überall die Spitznamen zu. Okay, das ist schön, wenn du zufrieden bist. Ich frage mich, ob ich eigentlich der einzige Mensch hier bin, der noch nie Pokémon gespielt hat. Kann schon sein. Ich habe so viele Leute schon gespielt. Aber dafür bist du, glaube ich... Ich glaube, dafür bist du hier aber auch in der falschen Community-Ecke. Ja, falsche Bubble. Ja. Den ersten würde ich irgendwann mal vielleicht mal spielen. Der konnte ganz süß sein. Meinst du die erste Generation, so rot? Ja, genau. Nein, ich spiel lieber die zweite. Ja, echt? Ja, in der zweiten ist die erste Region eh mit drin, von daher. Somni hat einfach verpasst, wie ich eben die ganze Zeit nackte Frauen angucken musste, um Referenzen zu finden. Da muss ich echt vorsichtig sein, dass ich nicht versehentlich hier was reinlade. Nein, du hast keine nackten Frauen verpasst, die habe ich logischerweise nicht zeigen können. Aber ich muss ja eben Referenzen noch raussuchen. Das sind sehr schöne Ordner, die ich da durchgehe. Als Künstler muss man manchmal schon die Comics, aber so generell so die komischsten Sachen für Referenzen irgendwie googeln. Fühlt man sich immer so schuldig, wenn man irgendwie bestimmte Waffe oder so googelt. Ja, also ich finde, gerade wenn ich ganz viel von Tieren immer googeln muss, also ich finde das immer so anstrengend, so du gibst ein irgendwie Kaninchenfuß und du weißt dann schon, dass da unangenehme Bilder kommen werden. Ich denke so, warum? Ich will doch nur einen süßen Kaninchenfuß. Am besten an einem lebenden Kaninchen. Ja, und dann kriegst du immer nur diese Glücksbringer-Kaninchenfüße. Ja, zum Beispiel. Das war noch harmlos, also manchmal überrascht es einen auch. Dann gibt man irgendwas ein, womit man wo man denkt, da kann ja nichts kommen. Und dann hast du da irgendwie plötzlich einzelne Gliedmaßen oder sonst irgendwas. Oh. Ich denke so, nein! Boah, ganz schlimm war auch, das Design ist noch gar nicht fertig. Ich hab das irgendwo rumliegen. Ich hole das gerade noch was raus. Ich finde das schön. Dadurch, dass ihr meine Referenz nicht seht, entsteht so langsam so eine Pose im Stream. Das habe ich unter Bildern abgespeichert. Und zwar hier. Genau. Ich öffne das mal. Ich habe so ein Monster. Es ist in dem Stadium jetzt schon seit einem Dreivierteljahr mindestens, glaube ich. Da habe ich mir eigentlich überlegt, dass das Monster sich totstellt. Also das ist kein Zombie oder sowas. Das sieht einfach nur so aus, als wäre es ein Kadaver. Also das hat anstatt das Rückgrat ragt halt hinten noch raus. Mhm. Und um den Bauch hat es halt praktisch so eine Art Panzerung. Und das soll halt aussehen wie Rippen.
Es ist eigentlich das Rückgrat plus halt eine Panzerung am Bauch und es soll so ein bisschen aussehen, als wäre es halt ein Kadaver, der so auf der Seite liegt. Mhm. Und zusätzlich sondert es dann noch so giftige Gase ab und so. Keine Ahnung. Und das sieht so ziemlich cool aus. Ja. Das war so ein Konzept, was ich hatte. Ah ja, genau. Was ich auch mag, ist, das hier ist ja eigentlich so ein Kopf und das hier soll eigentlich das Auge sein. Ne? Also so eine leere Augenhöhle praktisch. Mhm. Aber es ist eigentlich die Nase und das hier unten ist das richtige Auge. Mhm. Dass es so ein bisschen aussieht, als wäre halt der Kopf auch so skelettiert. Ne? Mhm. Also als wäre sogar die Augenhöhle leer, aber ist es halt eigentlich nicht. Deswegen, ja, keine Ahnung. Ich mochte das Konzept. Voll die coole Idee. Ja, aber ja, für die meisten sieht es halt wirklich aus, als wäre es einfach ein Zombie. Also ich weiß nicht genau, wie ich das löse. Deswegen habe ich auch ewig nicht weitergemacht. Dass es halt nicht aussieht, als wäre das hier wirklich... Also... ein Kadaver, sondern als wäre das eben einfach nur Tarnung. Mhm. Aber es ist halt schwierig, das irgendwie überzeugend zu machen. Mhm, glaube ich. Also ich meine, wenn reale Tiere etwas nachahmen, dann sieht es auch meistens realistisch aus. Von daher, naja. Ja, bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall. Also so meine Motten oder irgendwie Schmetterlinge zum Beispiel. Mhm. So. Grimmlinger Keks, hallo. Hallo Keks. Ich sehe gerade erst, dass du da bist. auch immer schlecht. Pokémon-Namen auf Englisch bei Twitter in die Suche und nur noch Bildern gucken. Ja, also Pokémon-Namen auch nur auf Englisch merken ist dann auch nochmal ganz... Ich kann nur ein paar Namen, so die typischen, die man immer so hört. Charmander. Es könnte Legend aus Kong Skull Island kommen. Es ist mega sick, das Monster. Ja, es ist aber nicht mal fertig. Wie gesagt, es liegt schon ewig rum. Und Sammy ist kurz AFK. Holt was zu trinken und dann auch reden. Ja. Ich bin eventuell um 4 Uhr auch wieder schon weg. Ja, ich muss mal gucken, wie lange ich mache. Also. Wollt halt eher entspannt machen und vielleicht auch gar nicht so lang oder so. Mal schauen, wie lange wir Spaß haben. Ja. Das Gefühl, ohne es zu wollen, habe ich ein bisschen... Oder? Oder unterschätze ich das? Ich glaube, ich habe den Butt ein bisschen groß gemacht, aber ich... Scheint eigentlich zu stimmen. Ah, nee, ich sehe gerade. Das kommt nicht hin. Muss Kai echt mal wegen... den Blender-Sachen irgendwie nerven oder gucken, dass der vielleicht im Discord ist, während ich daran arbeite. Weil das sind immer so Kleinigkeiten, wenn ich da was bauen möchte, wo ich dann hängen bleibe. Mhm. Ich habe die ganze Steuerung und so eigentlich ganz gut drauf, aber eben hatte ich das zum Beispiel, dass ich eine Plane gemacht habe. Und die wollte ich dann halt verändern und die hat sich aber irgendwie die ganze Zeit fusioniert mit irgendeinem anderen Objekt. Und ich dachte so, warum tust du das? Ja, wenn man da einen hätte, der einfach die ganze Zeit neben einem sitzt, den man wegen so Kleinigkeiten mal schnell fragen kann. Sowas ist sau praktisch. Yep. Was ist ja dann irgendwie groß nichts Weltbewegendes. Manchmal sind es auch wirklich ganz einfache Sachen, wo man halt selbst einfach noch nicht draufgekommen ist. Yep. So, ach, natürlich. Ja. Oder so ein Ding, was halt immer passiert, wo dir jemand sagen kann, so, ja, das ist immer das und das, da muss man manchmal drauf achten oder so. Ja. Ja, keine Ahnung. Was mach ich denn hier mit dem Beinen, du. Kai könnte jetzt auch dazu kommen, meint er. Ja, bitte. Dann kommt, ihr Kinderlein, kommt. Oder so ähnlich. Die
Person kniet eigentlich nur, sehr dynamisch. Das sieht aktuell aus, als wäre das so ein Luftsprung. Hier so, hui. Muss mal gucken, was ich heute zu essen mache. Ich glaube, wir haben gar nichts da. Aber ich will nicht einkaufen gehen. Ich war schon lange nicht mehr einkaufen. Ich konnte es Gott sei Dank letzten Wochen immer weitergeben, die Aufgabe. Aber jetzt, wo ich wieder raus darf, nicht. Das ist verlernt. Ja, aber wir haben Gott sei Dank noch Chili-Reste. Die werden heute erst noch gegessen. Upsi, ich drücke den falschen Knopf. Lalala. Kai fragt, ob er dazukommen kann oder ob es eher schlecht ist. Ja, klar. Nein, der kann einfach dazu springen. Eventuell muss ich ihn was leiser oder was lauter drehen, aber. Jetzt, ich male heute Rücken. Ich über Schultern malt ein Popo. Ich muss gerade so. Gehört alles dazu. Yep. Süchtig. Ich will diese Popo-Falte hier vernünftig machen. Das hat überhaupt nichts mit dem Rest zu tun, den ich eigentlich üben möchte, aber das ist wichtig. Okay, ich cheate wieder ein kleines bisschen mit dem Liquify. Die Melodie, ja. Wenn es die Original wäre, würde es mir das Herz brechen wahrscheinlich. Aber das geht gerade. Sehr emotionale Pokémon Mystery Dungeon Musik. Ich habe das Gefühl, das sind die falschen Frequenzen. Das kommt bei mir nicht so an wie das Original. Oh, hallo. Hallo? Oh, Jumpscare. Ah, hallo. Schön, dass du auch dabei bist. Ja, zumindest ein bisschen, bevor ich das gute Wetter noch genießen muss. Ich bin auch mal raus. Ist echt schön heute. Was soll das? Ist recht, oder? Da will man mal drin sein und fleißig sein. Und dann ist das Wetter einfach gut. Unverschämt. Ja. Als ich heute Morgen draußen war, war noch richtig dick Nebel. Echt? Mhm. Obwohl, ja, okay, was kann ich dazu sagen? Ich bin erst um 1 aufgestanden. Wäre das jetzt nicht Twitch, wie sagt man, konform, wenn ich jetzt hier ein Nippelchen draufmalen würde? Ich weiß es actually gar nicht. Ich glaube, bei Kunst drücken die schon mal ein Auge zu. Ich glaube eigentlich. Mann, alles muss man zensieren. Ich habe übrigens noch was für dich, Lena. Für mich? Du klingst so excited, jetzt ist das voll enttäuschend, aber hier bitte im Voice-Text habe ich noch eine sehr schöne Komposition von PMD-Musik. Hallo.
Hallo. Ein Kai. Juhu, wir werden ja doch richtig viele. Jetzt kommen sie auf einmal alle rein. Mhm. Weil wir so cool waren, haben sie gedacht, oh, ich will auch teilen. Ich will auch cool sein. Aha. Deswegen bin ich hier reingekommen und nicht, weil ihr pss, pss, pss gemacht habt. Na Kai, wie läuft's? Musst du arbeiten? Nee, ich mache heute einfach frei, weil ich Lust habe. Natürlich muss ich arbeiten. Wie schön, sobald Kai da ist, hört man sich wieder doppelt. Okay. Okay, wer will sich nicht doppelt hören? So, ist es wieder besser? Ich habe mich ganz leise gestellt. Nee, alles gut, das war nicht so laut. So viele Stimmen, mein Gott. Genug, dass wir es mir vorhalten. Ach stimmt, ich habe mich letztens ganz leise gemacht, damit das nicht passiert, weil es gar nicht aufgehört hat, ne? Okay. Da war ja was. Ja, kann gut sein. So einen leichten Hauch von Lena noch zu hören. Ein Hauch von Lena. Wie so ein Parfum. Hauch von Lena. Oh nein, oh warte. Gute Lena. Lena, Mann, deine neue Marke, weißt doch, Parfum für Autos. Und genau. So, dass du schon immer Werbung schaltest dafür. Ja. Ach stimmt, kommt aktuell immer noch Werbung? Bei den Streams, ich weiß gar nicht. Ja, ich hatte eben, glaube ich, schon. Ah, okay, super. Was für Werbung? An welchem tollen neuen Projekt wollte euch Lena diesmal über Werbung berichten? Ich habe nicht aufgepasst, leider. Ich glaube, es war eigene Autowerbung oder sowas. Ja, mein Kopf schaltet bei Werbung halt auch einfach ab. Ja, einfach so aus. Hab ich da gemacht, das sieht doof aus. So, egal. mir ist warm. Du hattest zweimal Werbung. Das ist doch eigentlich viel, oder? Gefühlt, ja. Die Werbung ist irgendwie doof. Ich will ja nicht mal was verdienen eigentlich. Die Werbung so, oh doch, das willst du. Ein Hauch von Lena Dick, ein Hauch von Tim. Was ist das überhaupt? Von SpongeBob. Ah, okay. Oben ist er. Zu sehen. Moment. Mann, ich kenne das Meme auch nur von anderen Freunden, aber ich muss dir nicht daran denken. Boah, ich muss euch noch voll überfallen. Ihr müsst mein Freundebuch schreiben. Ja. Ein Freundebuch. Ein Freundebuch. Ich muss noch wieder zurück zu mir kommen, aber dann muss ich euch damit belästigen. Ja, voll gerne. Ich habe letztens schon mal eins geschrieben. Boah. Tatsächlich, ja. Ich finde das großartig. Ich finde, Freundebücher sollten zeitlos sein. Ich habe da ein Porträt von mir mit Kugelschreiber reingemalt. Das ist echt nicht schön geworden. Egal. Ich konnte es nicht mehr korrigieren, weil das war Kugelschreiber. Nein, es ist nicht von Didel. Es ist tatsächlich ein. Meins war von Didel. Kein Freundebuch, wenn es von Didel ist. Ich habe echt lange überlegt, ob ich mir ein Dinosaurier-Freundebuch hole, so kindergartenmäßig. Ja. Sollte ich echt noch machen. Ja. Wäre auch cool. Hm. Ich guck mal heute, ob ich eins finde, wenn ich mir ein kleines Notizbuch hole. Ich hänge so, seitdem ich kein Studententicket mehr habe, hänge ich die ganze Zeit so sehr in meiner Wohnung fest. Das fühle ich. Fühle ich auch. Okay. Ich denke die ganze Zeit, jeder Schritt draußen kostet Geld. Nein, das fühle ich. Das ist meine Ansicht, ne? Oh Mann, ey. Aber Leutebesuchung wird einfach extrem teuer. Wir müssten echt irgendwann mal alle gruppenhaft zu dir gehen, Lena, ja, und dann irgendwann dir stehen. Alena kennt gar nicht mein Arbeitszimmer. Frech, Alena, dass du das Arbeitszimmer nicht kennst. Nee, sie hat eben davon geschwärmt, dass sie sich einen verstellbaren Tisch holen möchte und da. Also, und eine Staffelei. Genau, eine Staffelei. Und dann war ich so, hätte ich schon mal mein Arbeitszimmer gesehen?
Oh, so ein verstellbarer Tisch und eine Staffelei sind absolut großartig und gesund. Ja, ich bin auch ein gutes über verstellbare Tische und ich habe auch schon überlegt, ob ich mal auch einen anschaffen sollte. Ich weiß nicht, ob ich den nutzen will. Das ist es halt eher, weil ich weiß nicht, im Stehen arbeiten. Ich weiß nicht. Ich glaube, man gewöhnt sich dran. Bestimmt. Ja. Also anfangs ist das definitiv mega anstrengend, aber das wird bestimmt mit der Zeit. Das ist Training plus Ultra. Ja, da kann man das auch immer nur. Genau, er findet, glaube ich, er findet alles scheiße, was ich mit dem macht. Und ich sitze, ist irgendwann kacke, obwohl ich meine Aushaltung bestehen, schafft mein Körper gar nicht so lange, weil ich dann einfach irgendwann Rückenprobleme, also Schmerzen habe. Nein, das fühle ich. Vielleicht wird es aber besser nach so ein paar Mal, keine Ahnung. Ich denke, du hast ja gar keine Muskeln teilweise an bestimmten Regionen und das baust du dir nicht hier auf. Du wertest hier meine Muskelmasse hier gerade ab, ey. Ja, nur dich. Sonst nicht, ey. Du kannst doch gar nicht meine Workout-Routine, ey. Ich schau, ne? Ich arbeite. Workout-Routine. Erzähl, Kais Workout-Routine. Das komm, gib uns die Tipps für deine Workout-Routine, damit wir die so richtig nachmachen können. Also, ich mache die Switch an und dann wird Ringfit gespielt. Ey, aber das ist immerhin etwas. Ja, ist auch gar nicht so unanstrengend. Deswegen. Was richtig anstrengend ist, ist sowas wie hier diese Just Dance-Sachen und sowas. Ja, das habe ich. Die sind richtig, also Ringfit. Ringfit auch, ne? Also je nachdem, was man macht, auch ordentlich. Also ich mache auch super gern diese, nicht die Story-Mods, sondern diese Übungen machen mir auch echt Spaß. Aber ich merke dann so, jetzt mach mal in dieser Zeit ganz schnell das, da merke ich schon, dass du die letzten nicht mehr so schnell sind. Also, das krieg ich hin. Oh Mann, Alter. Das glaube ich auch nur. Das ist, glaube ich, super kurz nur. Man merkt schon, die letzten so das Reindrücken, das ist... Ich habe es lange nicht mehr gespielt. Ich habe das letztes Jahr zu Weihnachten bekommen, dann habe ich das eine Zeit lang hart gespielt. Und dann haben wir Mia bekommen und ich war so, ein Spaziergang am Tag reicht. Ey, aber das macht viel aus. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Boah, ich bin auch manchmal so K.O. Also da ich immer morgens direkt nach dem Aufstehen und so mit ihr spazieren gehe, ich gehe manchmal wie so ein Zombie durch den Wald, weil ich einfach noch müde bin und irgendwie keine Energie habe und so. Das fühle ich. Ich bin auch gestern wie so ein Zombie durch die Wohnung gelatscht. Ich habe ein Spiel gespielt, das konnte man nicht jederzeit speichern. Und ich hätte bis zum Anfang vom Dungeon laufen müssen. Ich war so, boah, nee, Alter, ich hab keinen Bock, den ganzen Dungeon, das sind auch überall Viecher, die mich dann angreifen. Ich laufe jetzt einfach weiter, früher, später kommt ein Speicherpunkt. Und ich laufe, ich bin so halb am Wegpendeln, ich dieses Spiel spiele und du musst sogar aktiv, das ist nur so semi-rundenbasiert, ne? Und wenn du stirbst, dann musst du auch entweder zum Titelbildschirm gehen oder erstmal so 10% von deinem Geld, was du dir so hart erkämpft hast. Redest du von einem Sportspiel oder einem ganz normalen Spiel? Einem ganz normalen Spiel, okay. Ich war einfach nur so müde. Oh nein, ich konnte schlafen, aber ich konnte halt nicht speichern. Und als ich dann aber endlich speichern konnte, dann war ich so, boah, ich gehe jetzt noch einmal aufs Klo. Ey, ich bin da durch die Gegend getalkt, ich war so müde einfach nur, ne? Ich hab's halt geschafft, innerhalb von 10 Minuten von wach zu müde zu rutschen, ne? Also, dann so, ich bin wach, so, boah, ich werde müde. Und dann so ein paar Minuten später so, ich will schlafen. Wo ist der Speicherpunkt? Ich bin an so allen Spielen gewöhnt. Ich speichere, wenn ich speichern will. Und das Spiel ist schon älter. Das kann man nicht speichern währenddessen. Lord, Künstler sind einfach solche Kremlins, ganz ehrlich. Ich sag dir, das funktioniert auch nur, wenn ich auf der Couch bin, dass ich so schnell müde bin. Wenn ich am PC bin, hier letztens habe ich Netflix bis 5 Uhr morgens gebinged. Und ich bin noch nicht mal müde. Es war so, oh, ich sollte vielleicht langsamer ins Bett gehen, schon früh. Ja, relatable. Also das ist auch nicht das Ende der Geschichte. Das Ende der Geschichte war, dass ich noch bis 7 Uhr morgens weitergeguckt habe. Ich guck noch weiter, ich will jetzt wissen, wie es weitergeht. Passiert. Ich kann das nicht. Wenn ich müde bin, dann bin ich müde, dann penne ich dir weg. Naja, also vor PC-Bildschirmen kann ich unglaublich lange sitzen. Aber Couch und Fernseher? Boah. Das ist halt gemütlich. Halb in die Position schon, ne? Also. So. Das call ich jetzt auch fertig fürs Erste. Ja, das ist pretty. Mach mal 30 Sekunden Test Drawings. 30 Sekunden, sagst du? Genau, so 30 Sekunden Dinger, so, weiß nicht, 4 Stück, so für 2 Minuten lang.
Ja komm, let's go, Lena. So viele Referenzen habe ich hier. Ich muss ja manchmal mehrmals. Warte, machen. Warte. Kannst du ja vielleicht randomisen? Nee, es ist gut. Ich muss. Dann muss aber einer von euch die Zeit stoppen. Warte. Das kann irgendjemand machen. Ich muss gerade warten, bis mir das hier aufgeht. Nein, warte. Doch sag mir, wie lange es busy ist. Ich kann dir nicht achten. Ja, Lena. Gönn dir. Das stoppt die Zeit automatisch. Ah, was? Oh. Hast du Senshi Stock oder so geschickt? Nein. Okay, Mann. Oh. Öffnet sich. Start. Staley. Okay, was? Die Seite. Was hätte das? Das Problem ist, das kann ich nicht über. Das kann ich. Muss ich jetzt hier auf den zweiten Bildschirm schieben, dann sehe ich den Chat nicht. Ich hatte eben noch gelesen, dass Briggs, glaube ich, geschrieben hat, er kriegt einen verstellbaren Tisch. Mm. In der Höhe. Sehr gut. Du bist gesund und vorbildlich. Und es wurde einmal Trinken eingelöst. Fühlt es sich an. Okay, ich trinke. Die Welt ganz neu an. Ja, Triceratops hat auch noch was geschrieben, das kann ich jetzt gerade nicht sehen. Ich weiß auch nicht mehr, was es war. Ah, ich komme mal hoch. Oh, begleitet oder nackt? Oh. Gerne nackt. Oh, jetzt habe ich auch Werbung. Ganz praktisch, ne? Du willst ja erst nur die Grundform, weil bei Kleidung hast du ja oft dann noch Faltenwurf, Kleidung, ich weiß jetzt nicht, was für Kleidung die dann wohl tragen, aber je lockerer die ist, ne, wenn man so ein bisschen mehr direkt Anatomie will, kann ich mir schon vorstellen, ist schon angenehmer. Also wir haben jetzt wirklich 30 Sekunden, ne? Ich versuche das jetzt... Ja, leg los. Standard. Du kannst natürlich auch eine Minute machen, ich will dich da jetzt nicht 30 Sekunden ist nix, also... 30 Sekunden, das ist jetzt super schnell. Aber ich habe. Ich kann auch was anderes machen. Musst ja jetzt nicht. Kann ich das restarten? Du kannst auch einfach dann warten, dass die ersten 30 Sekunden dann auflaufen. Ne? Dann nein, ich will den machen. Jetzt funktioniert es irgendwie nicht mehr. Alles kaputt gemacht, siehst du? Ja, ich hab's kaputt gemacht. Jetzt ist es kaputt. No image matching your files. Okay. Gibt's nur das eine? Stop. Einfach zerstört. Ja. Zauberleben. Ja, keine Ahnung, dann halt. Nee, aber Kleidung möchte ich trotzdem nicht. So. Oioioi. Okay. Mein Stift malt nicht. Das ist vielleicht der falsche Stift, der malt nicht, wenn man zu schnell zeichnet. Oh no. So, aber jetzt ist das schon fast weg. Jetzt muss ich gerade noch 10 Sekunden warten, bis das nächste kommt. Das ist ein gut unter Druck, diese 30 Sekunden, ne? Aber richtig. Ich habe in meinem Skizzenheft habe ich tatsächlich... Das fadet auch so... Was ist das denn für eine Pose? Das ja, Mann, geht los. Das fadet halt auch einfach aus schon mit den letzten 5 Sekunden noch. Frech. Ja, frech finde ich auch. Ja, super. Wollen wir raten, was es wird? Frau liegend auf einem Bett. Nein, es fällt aus. Nein. So, schneller, Lena, schneller. Oh, das war eine gute Pose. Oh, interessante Pose. Ich muss das später auch mal probieren, glaube ich. Was habe ich? Ich habe hier auch den falschen Stift. Wie sieht's da aus? Warte, hast du es gerade einfach weggelöscht? Nein, ich hab Auge zugemacht. Achso, okay, ich wollte gerade sagen, hey. Ich hab nicht okay, 30 Sekunden wäre ich immer so. Nein, das fällt weiter. Ich raste aus. Okay, vielleicht willst du noch eine Minute machen. Ich hab dir gesagt, keine 30 Sekunden, das ist nichts. Ich weiß aber genau das. Ich hab das auch schon gemacht. Nein, dachte, das ist viel zu lang her bei dir. Das ist viel zu lang. Das ist leider richtig witzig. Kai muss mal mitmachen. Nee. Geil, Leute, nein. Mach mit. Gesicht. Nee. Vor allem mach mit und das willst du. Ich glaube, ich mach lieber nicht mit. Was ist das? Da stehen einfach 3 nackte Menschen im Kreis, die Händchen halten. Perfekt. Nein, Alter, also, wow, ey, zumindest konntest du dir einen aussuchen. Obwohl, du hättest alle 3 malen sollen. 30 Sekunden. Das schaffe ich nicht. Also das ist gerade im Moment stehen die da. Ich bin gerade... Schnell, mach Strichmännchen! Nee.
Nein, ich will noch was. Was sagst du, Kai? Ich kann immer noch erkennen, ob das vorne oder hinten ist. Das ist noch nicht, schnell genug. 10 Sekunden. 10 Sekunden. Oh Lord! Dann ist es eigentlich schon Urban Sketching. So. Leute zeichnen, die halt schnell vorbeigehen. Ja, aber es ist irgendwie voll cool, ich sollte das doch mal probieren, aber lieber heimlich und allein, wo niemand zugucken kann. Ich finde es halt super unfair, dass die ausfaden. Das sind einfach 25 Sekunden, das sind nicht mal 30 Sekunden, die ich habe hier. Ja, ausfaden finde ich sehr unpraktisch, ne? Ja, das ist wirklich unpraktisch. Ja, wahrscheinlich ist das eigentlich ausgelegt, dass du... Das ist nicht eine Seite für Artists, das ist doch klar, dass die eigentlich jedes bisschen brauchen. Also wenn das einen sanften Übergang hat, ne, sowas von so ein Sekundenübergang, ne? Ja. So Spaß, damit sich einfach... Nein! Eigentlich wäre besser 30 Sekunden und dann... Und dann sowas wie 3, 2, 1, nächstes Bild, ja, weil wie gesagt... Das macht ja keinen Sinn, weil dann müsstest du eine neue Stelle vielleicht frei machen und so weiter. Boah, ich glaube, das geht überhaupt nicht klar auf meinem Arm. Also. Alina, wenn das nicht gut für deinen Arm ist, solltest du es nicht. Ich mach noch ein paar. Nee, das fühlt sich eher so an, als sind meine Muskeln da einfach nicht stark genug. Nein! Was soll denn das? Also nicht so, dass das nicht gut für meinen Arm ist, sondern eher, dass da wirklich einfach die Muskeln für die Ausdauer fehlen, da ich das ja so. Mein Bild ist hier zu Ende. Tja. Es ist großartig. Ich finde, man erkennt aber trotzdem was mit den wenigen Linien. Man lernt halt sehr viel präziser, die Linien irgendwie zu schmieren. Ist auf jeden Fall eine gute Übung. Ja. Vielleicht wäre es einfacher sogar mit einem Stift. Also so nicht am Computer. Ja, ich hab nicht. Ich hab die auch eine Zeit lang immer nach der Arbeit, habe ich noch so ein paar. Nein! Mann! Aber ich merke die ganze Zeit, dass ich mich, ich merke, dass ich mich an einigen Stellen am Anfang direkt verschätze. Das ist ganz interessant, das ist dann irgendwie. Ja, man muss die Wahrnehmung halt sehr trainieren. Ah, ich habe sogar die Haare ausgemalt. Oh. Ihr seht das jeden Moment. Das ist großartig. Ah, jetzt gucke ich natürlich zu spät hin. Mist. Ich mag das, ich sollte mein Übungsbuch mal wieder rauskramen und da reinschmieren. Hast du extra so ein Übungsbuch für sowas? Ja. Alles gut. Gehen dich leer, keine Ahnung. Es sind aber auch interessante Bilder, die hier erscheinen, du. Ja. Ja, und ich habe übrigens aber absolut keine Konzentration, sowas zu machen. Ich habe einfach kein Durchhaltevermögen. Komm aber üben, denke ich. Ja. Ja, ich finde auch, dass da ziemlich gute Posen drin sind. Posen, es sind auch so einfach so alte, also alte Bilder halt einfach, die dann auch so halt verschiedene Körpertypen und so. Ja, das finde ich halt auch mega cool. Ach, die 30 Sekunden setze ich kurz aus. Kleine Pause machen, ja, das ist auch eh wichtig. Es ist super dunkel, das ist gar nicht so gut. Wie viele habe ich gemacht? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hier, machen wir mal 20. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Oh, hier ist die Challenge. Schnapp dir irgendeins von diesen Bildern, die du jetzt kriegst, und mach daraus irgendwas aus dem Wordtober-Prompt. Hast gleich eine Pose. Eigentlich schon. Könnte man auch machen. So kombinieren ist eigentlich auch cool. Mhm.
du dir so, ne, keine Ahnung, was dann angenehmer ist. 20 Minuten, einfach eine Skizze. Schnappt sich eigentlich irgendjemand was von den, ne, jetzt, der Oktober ist ja meistens der, der die meisten verschiedenen Challenges hat. Schnappt sich da irgendjemand was von der Promptliste hin und wieder? Nee. Also ich weiß nicht. Hab's auch nicht vor. Ich finde die so lustig. Ja, ich finde die auch lustig, aber irgendwie, weiß ich nicht, fange ich nicht damit an. Also auch wenn ich, also ich habe nie so diesen Moment, wo ich denke, so, jetzt möchte ich irgendwas machen, aber ich habe keine Ahnung was, also gucke ich mir eine Promptliste an. Super gern. Auch Creature Design technisch sind die Prompts ja manchmal. Also ich kenne auch sowas wie, keine Ahnung, bei Swordtober zum Beispiel kommen auch eigentlich immer coole Sachen zustande, weil die halt grob genug sind. Und müssen auch nicht für Schwerter sein, sondern für was auch immer. Ja, so als Inspiration sind die jetzt schon nicht so schlecht. Ich mag keine Köpfe mehr. So. Das Bein, hey, das andere Bein. Zwisch da dieses. Also. Draw me like one of your French ja, girls. Ja, also ist halt wirklich so die Pose. So, wir haben es gleich. Dann schiebe ich die mal alle zusammen. Können wir gucken, was ich hier fabriziert habe. Ja. Oh ja, bitte. Also das ist super schwierig, was die Person da macht. Liegt auch irgendwie komisch da, oder? Ja, so gedreht. Hm. Ganz komisch. Das hier, also ja, ganz komisch gedreht, das war es auch schon. Ja, da sehe ich gar nichts mehr. Das ist irgendwie nur eine Silhouette eher. Wie viele habe ich denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okay, machen wir noch 3. Dass ich mich verzählt habe oder so. Was sind das? Bilder gerade. Außerdem sind da Klamotten. Die Person ist einfach vollkommen angezogen, aber sie hebt halt ihren Rock hoch. Oha. Ich denke so. Ja, so nackt, okay. Ganz schön anzüglich. Die Person sich dabei gedacht hat. Die hat kein Höschen an, also ist schon nackt, aber ist nicht das nackt, was ich zeichnen möchte. Nicht nackt genug. Oh, ja, danke schön. Das ist schon wieder nackter. Vielleicht gesagt 3 noch, ne? Ich habe aber nicht mitgezählt, wie viele das jetzt waren. Ich auch nicht. So richtig Head Empty. Head Empty, only Zeitdruck. Ja. Ich glaube, ich habe Lust, mal wieder so eine Zeichne-Pokémon aus deinem Gedächtnis-Challenge zu machen. Ja, das können wir mal zu mehreren machen. Ja, voll gerne. Sag euch was, ob ihr malt. Nein. Du musst schon arbeiten, aber ich kann das ja. Ich kann ja trotzdem aktiv dabei sein, wenn ich die Person bin, die sich Dinge ausdenkt. Das ist cheapy.
Warum macht mein Stift nicht? Weil ich die Farbe gewechselt habe. Sind wir fertig mit denen. Wir kommen jetzt alle auf eine Seite. Ja, mache ich jetzt. Nice. Majestätisch. Achso, für euch ist das ja voll neben der Musik, die ihr nicht hört. Ich hab die Folge ganz gehört, also was vorher zumindest lief. Das war so... Leichtes Klimpern. Ist ja Pokémon Mystery Dungeon. Achso, nee, das habe ich. Oh, war das der Pokémon? Dann habe ich es nicht mit erkannt. Das ist schön, oder? Wunderschön. Das ist schön. Und jetzt ausmalen. Wenn ich echt frustriert war und nicht. Und jetzt ist aus. Ein Mandala. Jetzt jede Fläche einzeln ausmalen, bitte. Ja. Mit dem Fülleimer. Nein, mit dem Stift. Ich sag dir, mit Fülleimer wird sehr viel schöner aussehen. Ich glaube auch. So schöne dann so 90er Jahre Paint-Vibes. Gute Altpaint. Wenn du Welt durch die Gegend schieben könntest, dann wäre das garantiert ein sehr cooles Creature-Design, was da rauskommen könnte. Oh Lord. Wenn ich schaue gerade einmal in den Chat, den ich die ganze Zeit vernachlässigt habe. Ich glaube, viel habe ich nicht verpasst. Jemand hat gesagt, trinken, das wurde mir noch mitgeteilt. Naja, es wurde gar nicht so viel geschrieben, okay. Ja, dritte wenn Mal, jetzt okay. Dritte Mal Werbung, diesmal Giorgio Armani, okay. Also wieder Parfüm, ne? Parfüm. Wir haben es schon. Männerparfüm. Hat der Stift eine Geschwindigkeitsbegrenzung, kommt man dann auch Punkte in Pänzchen. Das habe ich auch gelesen. Ich hatte lustigerweise, als ich angefangen habe, meinen Stift, mit dem ich eigentlich die Outlines mache, der halt Verzögerung hat. Also mit dem zeichne ich ganz langsam. Der hat gar nicht funktioniert. Das war keine gute Idee. Hat. Du kannst einstellen, welche Stifte den Stabilizer auf welcher Stufe haben? Ja, ja. Kann ich total beeindruckt. Hm. Oh mein Gott, das ist so süß. Was ist süß? Ich schick rein. Ich kann... Ja, ihr seht das nachher wahrscheinlich. Also ich kann lustigerweise die Skizze ja so übereinander setzen. Wäre das so ein Wesen. Ja, ein Menschen-Menschen-Zentaur. Achso, das hässliche Strichmännchen hier. Ja, aber das ist mega interessant, diese schnellen Skizzen zu sehen. Mhm. Ich glaube, dass das Kürzeste, was wir so in der Schule, an der Hochschule gemacht haben, waren schon so 3 oder 5 Minuten Posen. Also ich glaube, kürzer sind wir nie gewesen. Ich glaube, 30 Sekunden haben wir nie gemacht. Also das hier ist richtig schlecht geworden. Das was ich gerade bewege, was ihr gleich sehen werdet. Das ist einfach nichts. Das ist wirklich auch tatsächlich schwieriger zu erkennen. Das war aber auch die Person... Ich erkenne die Drogenheit nicht genau. Also es sieht aus, wenn da 3 Arme sind statt ein Kopf. Ja, die Person... Ja, ist auch gar kein Kopf, tatsächlich. Die Person lag mit dem Oberkörper auf dem Boden, hat sich mit den Vorderhänden, also mit den Vorderhänden, mit den Armen abgestützt, hatte aber den Hinter, also den Rest vom Körper gedreht, das hier eigentlich irgendwie hier unten der Popo gewesen, aber irgendwie nicht, aber keine Ahnung, ganz komisch. Weird. Aber ich erkenne jetzt die Schultern und so. Ja, das hier oben sind die Schultern. Ja, das hat mich eben verwirrt.
aus dem Nackenbereich halt eine dritte Arm rauskommt. Sag nur Creature-Design, ne? Mhm. Ja gut, das ist eher Monster, das ist ja Horror-Monster-Design. Aber wir sind ja auch im Spooky... Spooky-Toba. Stimmt. Ich hab noch mein Pokémon-Bild mit den... Oh. Letztes Jahr habe ich mit Eisen gestreamt, als wir... als Halloween war. Ja. Ich konnte den Stream nicht angucken. Nein. Du bist kein wahrer Fan. Ey! Ich habe Bescheid gesagt, dass sie streamt. Ich höre zum ersten Mal von dem Stream, ja? Ich bin kein wahrer Fan. Ich gehe. So, wo schiebe ich die Leute jetzt hin? Diese eine Ecke, die halt auch einfach komplett leer ist, ne? Ich muss die anders anordnen. So, und den Rest hin schiebe ich hier irgendwo hin. Wir nehmen es und schieben es woanders hin. So, das runter. Perfekt. Yep. Wunderschön. So, Kai, hier, das ist deine Schuld, das hier unten. Ich sehe hier keine Schuld, ich sehe hier nur wunderschöne Skizzen. Monster. Ja, das ist die Challenge. Du holst dir jetzt irgendwie eins davon. Nein, geh weg mit deinen Challenges. Was? Hört gar nicht mehr auf. Ich hab gesagt, geh weg mit deinen Challenges. Channel, wo wir einfach mal so die Ideen reinschmeißen. Oh, was wir ja. Machen wollen und dann wird dann demokratisch abgestimmt, welche als nächstes rankommt. So random Prompts, das wäre eigentlich echt lustig. Ich hab gespeichert, Somni, alles gut. Sehr gut. Also gerade, dank dir, meine ich. Aber hab ich auch schon wieder gestreckt und Dehnübungen gemacht. Ja. Also, wenn ich die einlöse, musst du die auch machen, Kai. Nee, ich muss arbeiten und das sind ja auch nicht meine Kanalpunkte. Ich kriege hier gar nichts von. Also ich bin. Das ist mir egal, das müssen wir direkt mitmachen für die Gesundheit. Hier komm, ich bin nochmal hier so erhalten. Leg los, alle aufstehen und dehnen bitte. Ja, ich bin jetzt aufgestanden und dehne mich definitiv. Ja, das hört man. Sehr vorbildlich. Hörst du den Boden knarzen? Absolut, ich höre auch meine Knochen knacken. Das wäre sogar realistisch. Lena ist vorbildlich, die einzige von uns, also wirklich. Tut ja nur so, die hat mal kurz den Schlüssel in der gelegt. Lena vertraue ich, okay? Ja. Aber wie nicht? Nein, ich kenne dich nicht lange genug und die habe ich nicht an Idee gearbeitet. Komisches Geräusch gemacht. Lena, das ist ganz normal, wenn man alt wird. Okay. Du bist älter als ich. Weiß das. Ich nicht, ihr seid alle älter als ich. Ja, so ein Knacker. Seelisch bin ich trotzdem schon 90, also zählt das nicht. Du hast aber auch. Nee, Katrin hat den Granny Zona gemacht. Ja, großartig. Ja, das ist echt wunderschön. Ja, frag dich Fußzona oder halt was auch immer Zona ist. Aber wo ist die zu sehen? Also. Auf Twitter. Warte, ich suche. Okay, ja. Ich suche dich. Ja. Gang. Mir zeigt man das dann nicht. Wir haben ja komm halt auch. Art-Chat, ja, komm halt echt mal auch auf Twitter, ganz ehrlich. Ja, ich bin ja auf Twitter, aber ich bin nicht aktiv. Also ich dann ist das deine eigene Schuld. Das ist ein Du-Problem. Ich dachte, wir sind alle so freuen uns, zeigen uns die Sachen, an denen wir sitzen und dann wird man hier ausgelassen. Nein, man wird hier gemobbt und ausgeschlossen. Ich habe es nicht gehört. Ich habe meine Granny Sona bis jetzt nur in Stichpunkten, aber noch nicht gezeichnet. Aber es gibt sie schon. Ja, ich habe mich da mal drüber unterhalten mit meinen Schwestern, was für Omas wir werden wollen. Oh, ich wollte sie sehen. Wäre es nicht voll lustig, irgendwie so ein D&D-Kampagne zu haben, wo man halt so Granny Sona spielt? Oh mein Gott, das wäre großartig.
Ach, tut mir leid, hey, ich höre dich. Ich habe dich leider überhaupt nicht gehört gerade. Oh, ich habe gedacht, wir haben schon eine D&D-Kampagne gestartet mit der. Also gestartet. Also Walda. Mit dem Walross. Walda-Wal. Ja. Absolut großartig. Ich bin traurig, dass ich nicht dabei war. Ich war am Meer. Ja. Oh, echt gerade, ne? Aber am Meer sein ist ja voll scheiße, wenn man stattdessen in einem Call zu Hause sitzen kann. Ja, und auf den Wikipedia-Seiten Dinge über Walross da durchliest. Ja. Die maximale Geschwindigkeit, Gewicht und Höhe, weil du immer nur Länge findest. Hier, ich finde, ihr solltet alle unsere Demo spielen. Machen wir noch. Ach stimmt, ich würde mich ja auf Steam mal zumindest auf die Wishlist setzen. Ja, ihr müsst alle Lenas und meine Monster angucken. Ja, oh, stimmt. Briggs, du wolltest raten. Achso, nee, du hast noch gar nicht. Warte. Nee, Triceratops wollte noch spielen. Briggs hat schon gespielt, oder? Wie war das mit der Demo? Oh. Aber du wolltest raten, welche Monster von wem sind. Das was ja fast schädlich. Unfair ist. Psst. Aber warte. Du hast mal erraten, wer von uns was ausgearbeitet ja, hat? Ja, genau. Okay. Weil ja, das vielleicht kann man das auch kriegen. Ist bei euch nicht so ein bisschen auch, also... Ne, wie läuft das bei euch? Ist nicht so, also irgendwie jemand kriegt jetzt zum Beispiel die Outlines, jemand anderes macht das Coloring, oder wie läuft das bei euch? Nö, wir hatten Concept Artists und wir haben die, die es ausarbeiten, komplett. Ah, okay, deswegen, ich war jetzt gerade verwirrt, weil man... Der wäre es, ne, derjenige, der es ausgearbeitet hat. Muss ich jetzt gerade nicht genau, was wie genau gemeint ist. Ja, wir hatten immer, also ich habe meistens von, was heißt meistens, ich habe entweder von Somni oder von Eisen halt die Konzepte bekommen und dann habe ich das halt ausgearbeitet. Genau, und ich habe Konzepte ausgearbeitet. Wobei ich Somnis Konzepte lieber hatte, weil die von Eisen, die waren immer so grob. Eisen hat Maschinen gemalt und war dann so drei Striche. Ja, das ist und das hier ist irgendwie ein Panzerwerfer und stand da so. Ja, ich mach gute Konzepte. Ja, du machst ausgearbeitete Konzepte, ne? Bei dir hat sich nicht so viel Arbeit damit, die Vorzeichnung irgendwie zu interpretieren, ne? Das war einfach so, du hast es sehr deutlich ausgearbeitet und bei Eisen war das so, Eisen, was tust du mir da an? Dann waren das auch Maschinen mit irgendwie Perspektive und so. Ey, ich war so froh, dass ich dir die Maschine aufdrücken konnte. Will das am Ausarbeiten? Oder noch auch noch Somni oder Eisen auch noch? Wie ist das bei euch? Lena und ich haben die Ausarbeitung gemacht von den Monstern und Lena hat sich absolut großartig angepasst. Genau, ich musste mich Somnis Stil anpassen. Was heißt musste? Ne, das war am Anfang so. Nee, doch, hey, musste. Ja, musste, stimmt schon. ist halt so, ne? Das war einfach so, hey, willst du Monster für uns zeichnen? Oder suchst du Arbeit? Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was die Frage war am Anfang. Geld. und dann war das so, hier, hast du, warte, was habe ich als, Mr. Schnecke habe ich als Referenz bekommen. Ja, du darfst auch noch nicht sagen, was du ausgearbeitet hast. Genau. Schweigevertrag. Ja, Mr. Schnecke wurde ja schon groß geteilt, von daher. Ja, das ist okay. Herr Schleim. Ja, genau, so hieß er. Hat er ja alles cool. Und genau, dann wurde dann gesagt so, ja, und hier hast du ein Monster und mal das bitte möglichst genau im gleichen Stil. Und das wurde Somni scheinbar dann vorgesetzt und Somni meinte so, yo, machen wir. Ja, mir wurden zwei zur Auswahl gestellt. Ich oder drei. Und dann sollte ich drüber gucken, was mir am besten gefallen hat, wo ich halt am meisten gesehen habe. Ich so, scheiße, Mann, Lena macht das voll geil. Die will ich. Gib mir die. Einfach von Somni gekauft. Ja, war richtig. Und dann war es nicht nur großartig. Da war es nicht nur großartig, wie gut du den Stil nachgemacht hast, sondern auch, wie angenehm man mit dir zusammenarbeiten konnte. Mir wurde einfach alles zugeschoben und ich war so, okay. Nein, aber du hast auch mal sehr schön Feedback gegeben. Ja, vielleicht auch das. Aber das habe ich mit Eisen genauso gemacht.
Aber ich habe euch immer gesagt, ihr könnt euch beschweren, wenn ihr nicht wollt. Habt ihr nie gemacht, also von daher. Ich sag da als Machtmissbrauch drin. Da krieg ich ja. Ein Machtgefüge sind Unterschiede. Was soll die arme kleine Lena denn dann da sagen, wenn dann die große Somni kommt und sagt, willst du dich mir widersetzen? Genau so sah das aus. Genau so ist das Zitat, ne? Safe. Mhm. Genau. Woher weißt du das? Hast du uns belauscht? Ich muss dich jetzt anzeigen. Ja. Mein Anwalt. Nee, Lena hat mir die ganzen Tonaufnahmen geschickt. Die wahre Macht und das wahre Wesen der Somni. Mhm. Alena hat auch gerade so ganz stimmtheimlich ja zugestimmt. Oh, ey! Nur weil ich dir mal schnell schreibe, was du zeichnen sollst. Wenn du das ja nicht ausbesserst, kommst du dir nach Hause. Schläge! Schon hartes Regiment. Ja. Absolut. Gerade von mir. Ja, gerade von dir. Wir werden alle unterdrückt hier. Ja, ich unterdrücke alle. Ich bin gar nicht diejenige, die voll Hype alle Skizzen und so anschreit, sondern die richtig evil überall in die DMs leitet. ja, Keks, ich bin klein, aber ich bin komprimiert auf das most evil, was halt möglich ist. Je kleiner, desto mehr Boshaftigkeit, weiß man doch. Genau. Also ich glaube, bis auf Katrin sind wir alle nicht so groß. Oder? Nee. Katrin ist groß, ja. Was ist denn groß? Katrin ist einen halben Kopf größer als ich, gefühlt. Damit kann ich jetzt voll was anfangen, ja, weil ich genau weiß, wie groß du bist, Alena. Also ich meine, ich weiß, ne, so allgemein, dass viele Leute, ich kann, die waren alle so 1,75. Das ist so der Durchschnitt gewesen. Boah. Ich finde, das ist schon ein großer Durchschnitt. Ja. Auch mehr so bei 1,65, 63 oder so. 1,63, yeah. Komprimiert auf Most Evil. Ich bin 1,66 Meter. Oh, Lena, du bist voll groß, beschwert. Ja. Du Hühne, Mann. Schlimm. Da muss aber jemand immer aufpassen, dass er nicht den Kopf stößt, wenn er durch die Tür geht. Meine Schwester ist tatsächlich groß. Die ist, glaube ich, 1,77. Ja, okay, da fühlt man sich klein. Und ja, Keks, meine Mama ist ja noch größer. Keks, ja, ich bin absolut evil, ne? Kommt genauso rüber. Ja. Zombie ist ganz lieb. Ich versuch's. Das ist alles Tarnung. Ja, Tarnung. Wenn ich dann wirklich bei euch bin, um euch zu besuchen, bin ich dann so ein richtiges, kleines, garstiges Wesen. Ja. Ja. Mhm. Ist halt falsch mit diesem Hals. Habe ich mich auch gerade, ne? So, ich glaube, ich gebe auch gerade mal auf. Ja, ich wollte mich gerade erinnern. Ja, ja. Gibt nämlich bald Essen, glaube ich. Ich will auch essen. Oh. Bitte noch viel Spaß. Appetit. Dankeschön. Tschüss. Schon waren wir nur noch zu dritt. Schnell lästern. Mein Arbeitszimmer ist leider nicht ausgeräumt. Aufgeräumt. Jetzt würde ich euch ein Foto schicken gleich. Schick trotzdem. Ein Artist-Zimmer ist nie aufgeräumt. Also das ist ja mal eine Lüge, wenn jemand sagt, mein Arbeitszimmer ist aufgeräumt. Ich hatte diesen Zustand sehr oft, vor allem in meiner alten Wohnung. Aber jetzt ist momentan so, also mein Arbeitsbereich ist aufgeräumt. Der ist halt auch relativ leer, da ist nicht so viel los. Aber ja, der Bereich um meinen Fernseher rum. Also, ich weiß nicht, das ist jetzt vielleicht jetzt für, da liegen halt Kabel, also die liegen jetzt nicht so direkt rum, die sind jetzt in Taschen und sowas, aber die habe ich sonst immer in der Box einfach drin. Oder meine Switch-Spiele, die liegen auch nicht ordentlich da drin, die liegen halt so, manche sind sogar offen. Ah, nein. Der Teufel. Die habe ich alle schön in mein Regal sortiert. Ja, ich überlege, ob ich mir einen neuen Fernsehtisch. Ich habe halt immer noch
ganz, ganz klein war, habe ich dann damals meinen ersten Fernseher bekommen und der stand auch auf so einem kleinen Tisch mit Rollen. Und ich finde das sehr praktisch mit den Rollen, das heißt, ich kann ihn permanent durch die Gegend schieben. Oh, der ist halt auch sehr klein. Und der hat jetzt nicht wirklich ein Fach, also ich habe da also kein Platz mehr drin. Das ist wirklich so ein kleines Minitürchen, da passen halt so ein paar Spiele rein. Und wenn du so drei DS, also so DS-Spiele hast, die haben ja auch eine Packung, die ist dementsprechend dick, ne? Allerdings war. Ja. Da ist kein Platz mehr drin. Ich habe sie ja schon eh ausgeleitet in Kisten und alles. Das sind auch viele Spiele, also sind einfach in der Box drin. Ich habe ein neues Spiel, das würde dich bestimmt interessieren. Oh, cool. Outer Wilds, nee, hast du ja echt schon. Nee, für ein 3DS, deswegen fällt es mir gerade ein. Ja, für ein 3DS? Welches? Ich soll raten. Ja, welches Spiel hast du mir gesagt, soll ich mir holen? Ein Spiel für den 3DS, soll ich gesagt. Ja, nee, ich glaube, du hast nicht 3DS. Gesagt, ich soll es mir für ein 3DS unbedingt holen, aber es gab es scheinbar auch für ein 3DS. Boah, okay, jetzt muss ich überlegen. Also Ace Attorney, aber das ist ja auch... Das ging schnell. Was wolltest du gerade sagen, aber was? Ich wollte gerade sagen, aber das ist ja eigentlich auf Steam. Ich wusste nicht, dass es für den 3DS... Also ich weiß jetzt nicht, welchen Ace Attorney Teil der geholt hat. Also Trilogie. Echt? Den gab es für den 3DS? Ja. Oh, cool. Ey, ich finde, das ist immer noch am geilsten. Also, weil ich finde, das ist so ein gutes DS-Spiel. Ich weiß, das ist so schön, das ist ja... Ne, es ist natürlich so ein bisschen Krimi und Einspruch. Ist halt aber Fett Visual Novel halt auch einfach. Das heißt, du liest, es ist sehr bequem. Ich habe es ja auch auf dem DS halt gespielt. Und ja. Das ist eigentlich so die bequemste Sache. Deswegen habe ich auch gedacht, oder guck mal für die Switch. Weil ich hoffe nämlich, weil bald macht doch der Store zu, dieser DS, 3DS-Store. Ja. Ja, und es gibt zwei Ace Attorney-Spiele, die habe ich auch immer noch nicht. Die gibt's halt nur im Store, die kann man sich nicht physisch kaufen, deswegen habe ich. Das ist ja auch mal scheiße. Ja, finde ich halt auch kacke und ich hoffe halt eigentlich immer noch. Oh, ist das dieses, obwohl nee, das ist was anderes, Layton versus... Das gehört dazu, also das ist theoretisch das dritte Spiel im Bunde, das aber auch. Aber ich glaube, das hat vielleicht sogar eine physische Version, weiß ich gerade gar nicht, aus dem Spielteil. Was ich meine halt cool, Destiny und das andere habe ich vergessen. Und ich weiß, ich vergesse auch jedes Mal, welches davor dran kommt. Die Satz sind zwei Stück. Ich habe es zugeklappt. Ich werde mich übrigens um halb mal verpieseln und was essen und rausgehen, während die Sonne noch da ist. Okay. Genieße die Sonne. Das tue ich sehr. Aber vorher lasse ich euch was Cursed da. Mit dem Mario-Ding? Ja, ich habe Angst. Oh, warte, Nintendo. Ich hab halt alles überlesen. Ne? Also ich denke so, ja, das Ding, aber dass da Nintendo Direct steht, habe ich überhaupt nicht gelesen. Sehr gut. Super mit den News aus Mario. Was ist der denn? Steht gerade gar nicht drauf, ne? 6.10. Oh, nein. Das ist ja schon. Wird das immer so kurzfristig angekündigt? Das ist gut, das ist Nintendo, ne? Also das Wort. Ne? Also es reißt schnell umher, wann die nächste Direct ist. Ich krieg's meistens am Tag mit. Ich krieg das nie mit. Worüber redet ihr gerade? Was für ein Cursed? Warte. Ja, auch noch einen schönen Tag, Christeratos. Mach's gut. Was? Also mal wieder etwas stiller gewesen, vorne einzuschalten. Mach's gut, viel Spaß. Mach mal einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Okay, mach's gut. Schön, dass du da warst. Ciao. So, und jetzt können wir über den absolut schrecklichen, also potenziell schrecklichen Film reden, der rauskommen soll. Mario Live Action, wo... Warte, wer war das? Chris Pratt? Der Mario sprechen soll? Na gut, ich habe da keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie Chris Pratt als Synchronsprecher. Ich habe halt, ich gucke auch sehr selten Sachen im O-Ton sozusagen. Also was hat der für Filme? Ich denke jetzt an Jurassic Park gerade. Ja, ich glaube, das Ding, was da das Problem ist, ist, dass immer Leute, die das als Ausbildung machen und gelernt haben und gut sind, den Job dann halt nicht bekommen, nur weil die anderen halt einen fetten Namen haben, mit dem man Leute ins Kino locken kann, ne? Genau, das ist aber immer was anderes. Also viel darüber denkt die große Masse ja nicht nach. Ja. Also viele Leute sind halt so, oh, Chris Pratt, aber keiner sagt so, oh, jetzt haben die Chris Pratt geholt, weil, sondern anscheinend nur das. Und ich bin da halt gar nicht, ich weiß jetzt nicht, was da jetzt groß los ist. Ich weiß jetzt nicht, ob er als Synchronsprecher einfach wirklich nicht gut ist. Und man deswegen sagt so, boah, der hat doch jetzt schon mal Synchron, der war nicht so gut, weiß jetzt nicht, ob es daran liegt. Ich habe auch nicht reingelesen oder was auch immer groß ist. Ich habe ja nur gedacht, ah, okay, gut, Live-Action, Mario.
Ich kenne halt einen Live-Action-Mario-Film. Oh ja, der alte. Der war eigentlich ganz interessant. Hatte nichts mit Mario zu tun, aber... Gefühlt überhaupt nicht. Ja und nein. Ne? Er hatte gleichzeitig mit Mario zu tun, wie er auch nicht mit Mario zu tun hatte. Ey, Yoshi war ein Dinosaurier. Das war ja wohl mega cool. Du meinst Bumba Yoshi? War ein komischer Art Typ mit einem winzig kleinen Kopf. Du meinst Bowser? Oh Gott, Bowser tat so weh. Ich bin ja ein riesen Fan von Yoshi auch gewesen. Ich war sehr traurig damals. Oh. Hallo, Alina. Alina jetzt im Chat. Ah, ja. Ja. Ich wollte gerade sagen, ich habe gar nicht gehört, dass jemand wieder zugekommen ist. Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, mein Problem ist eher, dass Chris Pratt kein Italiener ist. Im Original war auch nicht, ne? Der ist doch auch nicht Italiener gewesen, tatsächlich, oder? Das noch dazu, es gibt einen Originalsynchronsprecher und der soll einen Cameo-Auftritt bekommen, aber nicht die Sprecherrolle. Genau, ja, das ist ja, und der ist ja, ist der nicht auch nicht Italiener gewesen? Eigentlich das kann ich dir beim besten Willen nicht sagen. Aber ich habe einfach Angst vor dem Film, weil es wird ein Mario-Live-Action-Film und was soll ich erwarten von Live-Action-Filmen? Ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, also ist das sowas wie bei Sonic, so Mario meets Real World? Weil ich meine, ich sehe jetzt das Bild, das Coverbild, und das ist ja offensichtlich nicht Live-Action. Hey, es ist absolut auch gar nichts bekannt. Es wurde nur gesagt, ja, übrigens, es kommt ein Mario-Film raus, tschüss. Genau, das ist auch... Das war's. Deswegen, Ende. Live-Action, und du siehst halt immer noch kein, ne, du siehst halt immer noch sehr viel so 3D. Ich frage mich, ob das so eine Sonic-Sache wird. Aber das könnte sein. Deswegen, man sagt ja auch, Chris Pratt... synchronisiert Mario, ne? Der spielt den nicht. Ey, bei Meisterdetektiv Pikachu. Ja. Hat auch Ryan Reynolds gehabt. Halt, ne? Das fand ich cool. Der hat Spaß gemacht. Ja, ich auch. Meisterdetektiv Pikachu fand ich auch sehr gut. Ja, der war großartig. Keine Ahnung, ich habe einfach keine guten Erfahrungen mit Live-Action-Filmen minus Meisterdetektiv Pikachu, der gut war. Ja, auch nur weil man von Disney aktuell alles gewohnt ist. Wenn man nicht weiß, kann man nichts dazu sagen. Deswegen bin ich so, ja, ich bin jetzt einfach mal gespannt, was kommt. Also ich auch, weiß, ich werde noch gucken. Ich jetzt nie eine Geschichte. Deswegen, das ist eigentlich eher. Also bei Pokémon kann man es draus machen. Minus halt, also bei. Hallo, Mario hat voll die diepe Geschichte. Ja, Peach wird gestohlen und muss gerettet werden. Welchen Lore willst du noch? Nein, keine Ahnung. Ich werde ihn definitiv gucken und ich werde auch offen reingehen und mich einfach mal berieseln lassen. Aber Erwartungen habe ich irgendwie nicht. Ja, deswegen, ich glaube, also ich glaube, das ist allgemein auch meine Haltung, wenn es heißt so Videospielfilm, dann bin ich so, okay, ich bin gespannt und ich warte mal ab. Ne? Also bevor nichts da ist, kann man es nicht werten. Warte. Kennt ihr den Sonic-Film? Habt ihr den gesehen? Oh, den ersten, ja. Den Sonic Live Dingsbums-Film. Ich auch nicht, deswegen frage ich. Ich habe den geguckt und ich finde Sonic insane unsympathisch, aber ich glaube, das ist mehr so ein Ich-Ding. Meinst du generell Sonic oder im Film Sonic? Beides. Okay. Aber der Film war so rein von der Machart, war der gut gemacht, aber ich fand die alle unsympathisch und die Story fand ich furchtbar. Ich habe nur ein paar optische Sachen gesehen, nachdem er halt überarbeitet worden ist. Das war gut. Das fand ich auch gut, so schick ja. aus. Ja. Was ich tatsächlich weiß, so ein bisschen, ne? Also wieder, ne? Ich kenne die Trailer und dass Leute fanden, dass der gut war. Also nicht die Trailer, also der Film am Ende gut war. Und das ist tatsächlich alles, was ich weiß. Ich bin noch nicht dazu gekommen, den mal zu gucken. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Leute, die halt Sonic an sich mögen, den Film gar nicht schlecht finden. Weil wie gesagt, es war kein super schlechter Film. Ich persönlich finde ihn einfach nur so unsympathisch, dass er für mich schlecht war. Ja, ist ja, ne, ist ja jemand gutes Recht, nicht jeder kann ihn mögen, das ist normal. Und sonst, ich weiß gar nicht, gute Videospielfilme ist nicht so, ne? Also ich glaube, Sonic und Pikachu sind tatsächlich die noch am höchsten gehalten werden. Manche sagen, dass eigentlich der Resident Evil Film noch ganz gut sein soll, einfach so zum Hingucken. Welcher? Ja, welcher? Es gibt 7000. Der erste oder sowas. Ich kenne gar keinen von denen, also kann ich gar nicht. Es gibt, warte, es gibt animierte, es gibt welche mit Real Life und ich glaube, es gibt nochmal irgendwelche. Real Life gemeint, tatsächlich Real Life. Oder war das Silent Neu Spiel? Oder älter? Aber ich kenne es nicht. Ich kenne gar keinen Resident Evil Film.
weder, also ich kenne gar nichts, wer sind. Ich kenne ein bisschen was von den Spielen. Und dann weiß ich, dass halt irgendwie mindestens mal 2 Real-Life Resident Evil Filme existieren und anscheinend jetzt noch eine 6. Netflix-Serie. Die es gibt 6 Live. Und das ist so mein ganzes Wissen. Und die meisten sollen eher schlecht sein. Ich habe den Anfang von der Serie gesehen. Nein, und mehr weiß ich nicht. Also das habe ich jetzt auch nur einmal gerade gehört, weil es ist jetzt nicht so, als wenn mein kompletter Freundeskreis permanent über die Resident Evil Filme überhaupt Resident Evil als etwas, ne, also keine Ahnung, keiner spielt Resident Evil, Leute, die ich kenne. Spielen tue ich auch nicht. Ich habe die Filmreihe geguckt, die 6. Und es ist halt, sind keine guten Filme. Es ist so ein Popcorn-Kino, aber ich liebe sie. Das soll es ganz nett sein. Mhm. Die Mia ist am Schnarchen, ich glaube, man hört es nicht, aber ich schnarche ganz gut. Nein. Oh, Mikro ranhalten. Ja, ne, das war jetzt nochmal 6.10. in 2 Tagen. Ja. Was ist am 6.10.? Die Direct. Oh, achso, ja. Hab ich jetzt noch nicht geguckt. Ist okay, Lena. Das Alter. Das Alter. Das ist ganz normal für Leute in deinem Alter, dass sie irgendwie nach 5 Minuten vergessen, was das ganze Thema noch war. Oh, warte, ich habe noch ein anderes DS-Spiel, was ich dir empfehlen kann. Okay. Dabei waren. Dr. Kawashimas Gehirnjobbing. Nein. Das soll aber wirklich gut sein. Also ich glaube, das macht schon Spaß. Ich hatte das, glaube ich, aber ich fand's doof, weil ich immer dachte, warum sollte man für 40 Euro so ein blödes Lernspiel kaufen damals? Ja. Anstatt irgendwie Pokémon oder so. Ja, das fühle ich. Ja. Ey, so teuer, ich dachte, die sind billiger. Ich weiß, dass eine Freundin das halt hatte. Also das allererste, ich kenne auch nur eins, ne? Das allererste, was rauskam für den DS. Ich glaube, es gibt noch neue für den 3DS, ne? Ja, aber das waren halt... Das war schon irgendwie lustig. Es hat schon Spaß gemacht. Vor allem, weil ich habe das Gefühl, ich sollte echt mal wieder so ein bisschen gut sprechen. Ja, aber es waren halt die ganz normalen DS-Preise, also Vollpreis-Titel-Gedöns. Ja, damals halt 40 Euro. Ja. Und ich habe... war das Gehirnjogging? Ich habe ein Lernspiel tatsächlich geschenkt bekommen. Und ich glaube, ich war noch nie so undankbar bei einem Geschenk. Weil ich halt so enttäuscht war, weil ich dachte so, warum gebt ihr Geld für so ein blödes Spiel aus, wenn ich Pokémon haben könnte? Das halt echt so. Ich war echt traurig. Oh no. Das hört sich so verwöhnt an, aber es war eher so dieser Gedanke, so gebt doch nicht Geld, dann habe ich lieber gar kein Geschenk, gebt nicht Geld dafür aus. Ja, relatable. Ich möchte nicht verwöhnt klingen, aber warum kauft ihr mir so ein Spiel, was voll teuer ist? So, Moment. Haltung annehmen ist ganz gut, dann muss ich aber das Mikro ein Stückchen höher schieben. So tief. Ja, dann mach mal. So tief habe ich gerade gesessen. Ja, dann können wir auch direkt nochmal hier so. Dann sind meine Kanalpunkte fast weg. Speichern, gute Idee. Mhm. Ja, gut. So, und diese kleine Stille benutze ich jetzt, um aus dem Call zu sliden und was essen zu gehen. Diese was? Hast du gespürt, ja. Briggs? Okay. Ja, wir machen auch nicht mehr zu lang. Ich glaube, das ist die letzte Zeichnung, die ich jetzt mache. Die letzte. Warum bin ich da? Schon hauen sie alle ab. Du bist schon eine ganze Zeit lang da, Kai. Warum bin ich da und schon hauen sie alle ab? Du hattest Spaß, deswegen ist die Zeit für dich so schnell verflogen. Genau das. Na dann, macht's gut. Ciao, ciao, schön, dass du da warst. Aber immer wieder gerne. Sommi noch da? Zieh raus. Nee, ist schon raus. Ja, ist schon raus. Hab gar kein Geräusch gehört oder so. Oh, ich hab ein Geräusch gehört oder so. Oh. Lena, ich muss dir eine Frage stellen. Mach dich ein bisschen lauter. Aber ja, frag. Moment. Wie läuft's denn mit Red Dead? Kai, psch. Ich frag nicht wegen Red Dead, ich frag wegen... Ja, ich weiß, halt eine Woche im Urlaub. Ja, das sagst du jetzt auch nur, weil wir im Stream sind. Nee, Lena, sag ich auch so, weil es ist ja auch ein gutes Spiel, bei dem ich ja auch mich freue, wenn du Spaß daran hast.
Nee, ich muss echt nochmal spielen. Ich meinte eben schon, wir hatten kurz über Steam Deck geredet und ich meinte so, das wäre so angenehm, einfach unten auf der Couch sitzen und dann irgendwie spielen, anstatt oben am PC, wo ich halt eh den ganzen Tag sitze. Steam Deck verifiziert? Ich weiß immer noch nicht genau, was es bedeutet, wenn das heißt verifiziert. Also ob es dann auf jeden Fall läuft oder, also wenn beziehen soll. Es ist spielbar, es kommt scheinbar, also die Schrift ist scheinbar recht klein an manchen Stellen, aber das war's, ansonsten läuft's gut. Spielbar, ja, ich sehe es. Oh, ich frag mich, wie läuft das, weil es ist ja spielbar, aber du brauchst ja diesen Rockstar Game Social Club Account. Ja, das geht scheinbar trotzdem, keine Ahnung. Ah, okay, gut, ich habe mich gerade gefragt, wie ist das? Ne? Man Boobs. Da kann ich mir gut vorstellen. Ist natürlich ein bisschen, ne, du hast das natürlich in sehr klein. Aber warte mal, was man doch auch machen kann, ist doch, du streamst es auf Steam Deck und von Steam Deck wieder auf den Fernseher und dann kannst du doch gleich, dann kannst du ja auch... Dafür brauchst du aber eine Docking Station oder so. Echt? Glaube ich. Also ich bin da jetzt nicht so mega drin. Ich hatte das Gespräch schon mal mit Leuten, weil ich genau über das geredet hatte. Ich fände Steam, ich spiele meine Spiele sehr gern auf der Couch liegend am Fernsehen. Ich auch. Und dann war halt so, ja, Steam Deck, ja, wäre cool, wenn das so wie das Switch wäre, dass das einfach Konsole kam, da kann man das kannst du machen. Und da hieß es, glaube ich, nur mit, dass man halt ein Kabel oder so braucht. Also Docking Station. Ja, das kann sein. Es soll auf jeden Fall noch eine Docking Station von dazu passend kommen. Und aktuell werden halt Steam Decks sehr, sehr viele, also ziemlich alle werden rausgeschickt. Ich glaube noch dieses Jahr oder so, wurde gesagt. Und keine Ahnung, da ging es, habe ich mir gedacht, wenn die das jetzt alles rausschicken können, also dann konzentrieren sie sich vielleicht danach auf eben die Docking Station oder so. Das eine hat ja nichts mit dem anderen zu tun. Das sind ja ganz zwei komplett andere Bereiche, die an diesen Sachen arbeiten. Das eine ist ja die Fertigung. Also ich glaube, die. Ja, aber dann kannst du vielleicht mehr Ressourcen da reinstecken oder so. Ja, ich glaube immer noch, das ist zwei komplett verschiedene. Also wenn die an Docking Station sitzen, sitzen die jetzt schon an der Docking Station. Ja, das auf jeden Fall schon. Also dass die da schon dran sitzen. Ich denke auch schon, dass die schon dran sitzen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass du dich mehr darauf konzentrieren kannst, wenn die Nachfrage erstmal irgendwie gedeckt ist. Ah, ich glaube, es sind zwei verschiedene Branches, die ich da bekomme. Aber letztendlich, ne, aber früher, später rutscht der, ne, auch der, jetzt ist die Docking Station da, dann muss die trotzdem hergestellt werden können, mit Materialien, die bis dahin dann halt immer noch da sein müssen oder halt ne, erreichbar sein müssen. Und dann muss es halt auch wieder versendet werden. Also da kommt es dann wieder rein. Hast du gerade Nachrichten bekommen? Ich hab nichts gehört. Jetzt schon wieder an. Brix hat noch geschrieben, dass er auch weg ist. Oh. Wir jetzt auch was. Schönen Tag noch und danke für den schönen Stream. Ich hoffe, du hattest Spaß. Vielleicht, weil du im Stream-Modus bist. Ich bin im Stream-Modus. Eigentlich gar nicht. Ich bin eigentlich sehr müde. Auch müde, ehrlich. Ich hab die ganze Zeit überlegt, ob ich überhaupt streamen soll. So baff, ja, bestimmt, ja, es ist 2 Uhr. Und ich so, oh Gott, also so 10 von. ich habe noch gar keine Mittagspause gemacht. Auch geschockt, als es vor allem so festgestellt, so wie ist es schon 2? Blöden Bug. Musst du gerade Probleme lösen? Ja. So, ich löse den jetzt so. Ich bin jetzt so gespannt. Ich würde das so gerne auf Null stellen. Ja. Ich hab vor, morgen das Ding in Blender weiterzubauen. Wenn du dann da bist, dann würde ich dich die ganze Zeit belästigen. Lass mich ganz kurz meinen Plan für morgen checken. Ich habe morgen auf jeden Fall ein paar Meetings. Aber sag dazwischen einfach. Okay. Sag einfach so, ich sitze jetzt dran und dann sitzen wir so lange im Call. Und ne, sobald ich dann wieder ein Meeting habe, hole ich wieder. Okay. Ich habe nämlich eben waren da so Sachen, wie ein Objekt hat sich, also ich wollte eine Plane machen und die Plane hat sich die ganze Zeit mit dem Lageplan, den ich da drunter hatte, verschmolzen.
Ich weiß nicht, warum. Also, ich habe eine Idee, was du hattest. Also, das ist dann das... Also, wenn du es mir jetzt beschreibst, glaube ich, dass du von Seafighting sprichst. Vielleicht, das heißt einfach, dass du... Du hattest zwei Dinge, die unendlich dünn waren. Dein Referenzbild und dein... und deine Plane. Und die waren... Die sind exakt gleich dick und exakt an derselben Stelle. Und dann flickern die so. Nee, das war das nicht. Okay, gut, das wäre jetzt einfach gewesen. Wenn du Ich weiß, das hätte ich gewusst, weil die liegen dann übereinander. Das mit den Flickern, das kenne ich. Aber das war eher... Ich habe dann auch nachher einen Cube gemacht, weil ich dachte, vielleicht geht es ja, wenn ich einen Cube mache und keine Plane. Weil war eh egal in dem Moment. Und dann ist es damit aber auch verschmolzen. Dann ist praktisch die Plane, die ich da drunter hatte. Ich weiß nicht, das, als hätte ich einen Modifier angehabt. Den hatte ich aber nicht. Weil magst die Plane hat sich da... Ich habe ein paar Schritte zurückgemacht und Sachen hin und her geschoben und gelöscht und so. Deswegen glaube ich nicht, dass ich es nochmal hinkriege. Außer die Einstellung ist noch da. Also ich kann... Ich würde dann morgen mal gucken. Aber es hat sich da drüber geschoben, als wäre das eine Textur. Sobald es halt auf der Position war, wo die Textur, also wo die Plane ist. Die mit dem Bild drauf von dem Lageplan. Ganz komisch. Vor allem, weil die Datei eigentlich noch ziemlich neu war. Also ich hatte die gerade erst irgendwie... Warte, kannst du gerade nochmal das letzte beschreiben? Also ich hatte die Plane, wo der Lageplan drauf war. Es war genau, eine Plane, ja. Also es war nicht ein eingefügtes Bild, sondern es war eine Plane mit dem Lageplan drauf. Ich glaube, ich habe eine Idee, was es sein könnte. Und dann habe ich einen Kasten und davor eine Plane erstellt. Genau. Also einen Cube und davor eine Plane. Und bei beiden ist es so passiert, dass wenn ich das verschoben habe, dann war die Textur plötzlich da drauf und als hätte ich... Also als wäre das halt eine Textur, die nicht nur über eine Plane, sondern eben auch über diesen Kasten geht. Das hat mich sehr verwirrt. War das so, als wenn das die Textur so drauf gebeamt wurde, wie mit einem Overhead-Projektor? Ja, genau. Okay, cool, ich habe keine Ahnung. Also ich dachte jetzt, dass du eventuell, als du die Sachen erstellt hast, du hast halt das Bild, du hast ein Material erstellt mit dieser Lageplan-Textur drauf. Mhm. Und als du es beschrieben hast, dachte ich so, oh, dann hast du halt einen Cube erstellt, der hat das auch Material dann auch gekriegt und hatte natürlich dann auch das Bild auf sich drauf. Nee, das hat sich an... Aber wenn das Bild ändert sich, dann wäre ich so, okay, jetzt weiß ich natürlich nicht, warum das ist. Genau, also, es hat sich genau an dem, von dem einen Ding irgendwie angepasst. Vielleicht war das ein Fehler einfach oder so, aber das würde mich wundern. Ich würde dir erst empfehlen, mach einfach direkt ein Bild. Das kannst du auch als Bild, aber dann hast du es halt nicht irgendwie... Da ist jetzt irgendwas mit dem Materials war jetzt los. Also du hast da irgendwas geschafft einzustellen, wo ich wirklich gerade gar nicht weiß, was das ist. Aber das ist aber das Komische. Ich habe hier gar nichts eingestellt. Also ich habe wirklich... Wie gesagt, das war eine ganz frische Datei und ich dachte so, hä? Ja, aber du hast ja schon dein Bild da rein, ne? Ja. Also du hast ja auf jeden Fall was gemacht, dass du jetzt dieses Bild da drin hast, ne? Ja. Und das ist ja auch der Ursprung des Problems, das du gerade hast. Ja, also das ist wohl ein... Das war ein Add-on, was automatisch bei Blender dabei ist. Man muss es nur einschalten. Das hatte ich aktiviert. Wie heißt das Add-on? Ich weiß es nicht, aber es geht darum, dass du eine Plane als ein Bild als Plane einfügen kannst. Das heißt auch irgendwie wahrscheinlich so ähnlich. Das musst du gar nicht einfügen, das ist einfach da. Blender kann das auch aus Vanilla sozusagen. Ja, ein Bild einfügen, aber dann ist es nicht automatisch eine Plane, dann ist es ja nur ein Bild, oder? Doch, es ist eine Plane. Ich habe das letztens erst gemacht, ich musste nicht dieses Plugin aktivieren. Das ist irgendwas anderes, aber... Also wenn du das halt machst, du kannst ja, wenn du halt ne dieses, was war es, Shift-A, glaube ich. Ich muss es gucken. Und dann kannst du ja eine Add Cube, also ne, kannst du Mesh und dann gibt's aber auch Image. Oder dann kannst du halt als Background oder als Referenz, glaube ich, das andere Bild. Background, dann sitzt es halt in der Perspektive, wo du es hast im Background drin, also du kannst es nicht fassen. Und das andere, da sitzt es halt als Plane da. Mhm. In der Perspektive, in der du in dem Moment drauf geguckt hast. Das heißt, in dem Fall würdest du auf deinem Numpad die 7 drücken, dann guckst du von oben nach unten drauf. Und dann wird diese Plane in genau dieser, wenn nicht, dann kannst du natürlich immer noch zur Rotation gehen und einfach alles auf 0 stellen oder halt auf 90 Grad, was immer, wo du auch immer das brauchst. Aber dann hast du es halt als anfassbares Objekt im dreidimensionalen Raum existierend da. Hm. Das heißt auch irgendwie, ach, keine Ahnung, wie es heißt, Image. Aber das existiert dann halt im dreidimensionalen Raum, das heißt, wenn du auch perspektivisch drin bist, müsste es sich auch perspektivisch im Raum verschieben. Ne? Also du brauchst du orthogonal für dich, ne? Weil
bisschen nach dem Plan arbeiten. Aber es existiert halt im dreidimensionalen, perspektivischen Raum. Und das andere sitzt dann, glaube ich, einfach omnipräsent im Hintergrund. Mhm. Ich hatte halt ein Tutorial geguckt und da meinte der so, ja, mach das. Und ich so, okay. Ja, ich glaube, Blender-Tutorials muss man, ja, aufpassen, jetzt ein starkes Wort, aber ne, also nicht alle Blender-Tutorials sind gut. Und was ist aber auch super schwer rauszukriegen, wenn du halt als Anfänger reinkommst. Das gilt für alle Bereiche, ne? Also ich finde es auch immer schwer, als absoluter Anfänger in den Bereich Tutorials zu gucken, weil woher willst du wissen, ob das, was die Leute dir erzählen, gut ist oder schlecht ist? Weil du hast ja keine Ahnung, wer ist das ja gerade. Also ich bin auch immer dann so, ich dann Leute frage, hey, ich habe jetzt Tutorials geguckt. Also entweder, deswegen ist es auch super geil, wenn Leute einfach sagen, hey, ich habe hier ein Tutorial, das kannst du gucken. Das weiß nämlich die Person, die jetzt Ahnung davon hat, wenn die Person Ahnung hat, die das Tutorial schickt, auch nur, die hat das gesehen und sagt so, das ist ein gutes Tutorial. Ne? Also ich als jemand, der Ahnung hat, sage dir als jemand, der das jetzt lernen will, das da, was die Person erzählt, das ist richtig, das ist gut, damit kannst du arbeiten. Mhm. Wenn du allein auf der Suche bist, dann denkst du so, ah, okay, ach, interessant, ah ja, gut, und schon hast du es falsch gelernt. Mhm. Also das, ich habe da auch, glaube ich, Sachen, ne, also wo ich dann auch Leute damals noch im Schulbereich auch gefragt habe, so, hey, wir sollten jetzt hier so einen Charakter riggen, und ich so, ey, ich habe jetzt dieses Tutorial hier raus, ist das gut? Also ist das gut, wie der es erklärt? Also es hört sich richtig an und gut an, aber ich habe auch keine Ahnung. Kann auch sein, dass die mir sonst erzählt und ich denke einfach so, ah ja, das sieht ja interessant aus. Ne? Also so ganze Bones und alles, ja, schick. Musste ich halt auch nachfragen, weil habe ich ja auch keine Ahnung von. Und da hat sie mir auch dann netterweise gesagt, so ja, nee, das hört sich gut an. Aber weißt du ja sonst nicht, kannst ja sonst was lernen. Ich hab das Gefühl, ich habe immer mehr gerendert. So, lass es jetzt. Lass es dabei. So, dann setze ich den hier nach da oben und dann beschneide ich das Bild hier so ein bisschen. So. Und die verteile ich dann irgendwie nach hier. Hast du den Workshop schon angeguckt, von dem ich dir erzählt habe? Nee, ich hatte jetzt noch nicht reingeguckt. Ich hatte den Stream eben vorbereitet. Ich weiß nicht, ob es spannend ist. Ich habe es halt nur durch Zufall heute gesehen, hatte danach nicht so viel Zeit, aber ich dachte, ich teile das mal schnell. Ich habe nicht mehr drauf geachtet, wann der ist. Ich glaube, der ist schon bald, ne? Heute? Halt. Hä? Aber nicht heute, oder? Echt? Nee, aber nicht heute, meinte ich. Ich glaube nicht, ich habe gar nicht drauf geachtet, ich habe nur gesehen, also den haben die Leute geteilt. Dann habe ich so, ach, Konzept, sage ich mal gerade Bescheid. Deswegen, also weil ich auch direkt dann in den Meeting rutschen musste, habe ich nur gesagt, ey, guck mal da und da, da wird ein Dingsy gepostet, ein Workshop. Anstatt den Workshop weiterzuleiten, weil Steuerung C war mir einfach zu viel Arbeit. Finde ich es noch nicht einmal mehr, wenn ich es jetzt gerade nochmal so gucke. Hier vielleicht extern. Nö. Bin anscheinend einfach doof. Ich weiß. Ach nee, Quatsch. Ich hab dir sogar schon hier. Guck da und da. Warte. Das ist. Also hier müssen wir. Nee, es ist am Freitag. Ah, oh, okay. Sollte ich Zeit haben? Ich weiß nicht, ob die Uhrzeit stimmt. Weil, ne, es ist international. Da steht jetzt nicht, welche Zeitzone. Aber es kann sein, dass ich umgerechnet habe, weil es ist irgendwie so ein. Das ist ja so ein Interface, ne? Das, ich habe ja gesagt, ne, hier kannst du da gucken. Das ist ja so ein Interface. Aber es ist mit Unreal Engine 5. Okay. Also ne, diese VFX-Effekte, dass dieses Movement in die Konzepte reinkommt, ist mit Unreal 5 gemacht. Ach so, das war wortwörtlich gemeint. Ich habe das so verstanden als so vom Zeichnen her oder so, dass da irgendwie die Dynamik drin ist. Ich glaube, wenn du. Oh, es gibt sogar anscheinend noch mehr. Ich bin ja im Server drin. Gucken können, warte mal. Weil ich habe gar nicht mitbekommen, dass die gesagt haben: ey, hier ist ein Workshop. Articles, Entrance Streets. So, jetzt habe ich einmal gespeichert ohne Sonnys Hilfe. Stolz auf dich.
Ja, danke schön. Natürlich, ob sie jetzt nun da ist oder nicht, im Geist ist sie bei dir, wenn du speicherst. Okay, so, ich würde sagen, ich beende den Stream dann mal. Danke an die drei Leute, die noch da sind. Aua, jetzt habe ich mich am Mikro gestoßen. Ich würde sagen, wahrscheinlich bis nächste Woche, ne? Was willst du sagen? Ja, danke an die drei Leute, die noch da sind. Ich habe mich kurz angesprochen. Okay, dann sag du auch Türkei. Tschüss. Natürlich. Auf Wiedersehen. Tschüss.